Moin, moin und herzlich willkommen bei Hardcore Köbel am Sonntagnachmittag. Und wir werden heute das Wochenende so langsam beenden mit einer angenehmen Runde Köbel spielen und natürlich an unserer Mondbasis weiterbauen. Ja, ich hoffe, ihr habt auch einen leckeren Kaffee oder sowas bereitstehen. Ich habe meinen auf jeden Fall schon da. In diesem Sinne erstmal heute mal ein bisschen andersrum. Ich mache erstmal einen Schluck Kaffee. Schlechte Idee, der ist noch fürchterlich heiß. Und jetzt sage ich erstmal Hallo an alle, die schon da sind. Und zwar an den Hastur, den Sakemi, den Gaming Cookie, den Talon, den Mikey, den Slash, den Mimir, den Thorsten. Und das war's. Und alle, die natürlich schon da sind, noch nix geschrieben haben. Und den Big Bow natürlich auch. So, ich hatte es im Discord schon ein bisschen angekündigt. Und zwar werde ich heute eine kleine Spendenaktion nebenbei laufen lassen. Nicht für mich, sondern für eine gute Freundin, die ein Auslandsjahr, ein freiwilliges soziales Jahr in Ecuador machen möchte. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. In der Ortschaft Puyo, um da mit behinderten Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Und eben Ecuador und die Gegebenheiten dort. Dort, wie dort in der sozialen Arbeit gearbeitet wird, besser kennenzulernen. Und um das zu machen, braucht sie ein paar Spenden noch, die ihr fehlen. Dann hat er gerade eine Spendenaktion laufen und deshalb werde ich heute das ein bisschen unterstützen, indem ich jetzt mal, wartet mal, ich gucke mal, dass ich die richtigen Knöpfe drücke. Oben rechts, da, einen Donation- und Cheers-Counter einrichte für den heutigen Stream und alles, was ihr heute spendet, über Streamlabs-Donations oder eben über diese Bitcheers, werde ich dann weiter überweisen. Da gibt es natürlich auf dem Twitter und auf dem Discord auch einen Screenshot zu, damit ihr das seht. Und ich fange gleich mal mit gutem Vorbild an. Ich werde meine gesamten Juli-Einnahmen von Patreon auch zur Verfügung stellen und in dem Zuge mitspenden. So, das heißt, die Counter sind an, die sind nur heute da und die gehen nicht darum, dass ihr das für mich macht, sondern wenn ihr gerne eine junge Dame dabei unterstützen wollt, dass sie nach Ecuador kann für ein Jahr, um dort eben Erfahrungen zu sammeln in der Arbeit mit behinderten Kindern und Jugendlichen, dann lasst gerne einen Euro oder sowas da. Alles, was geht, hilft oder auch 10 Bits oder 20 Bits, wie immer ihr das gerne möchtet und ich werde das dann alles weiterleiten. So, jetzt stürzen wir uns aber mal in unsere Raumschifffabrik und ich gucke mal, wir haben ja letztes Mal, kurzes Recap, wir haben den Rover in den Orbit geschossen, also der Moon Rover muss ja rüber, damit wir was abbauen können. Und damit wir das tun können, brauchen wir natürlich noch eine Besatzung. Der Plan war nämlich natürlich auch jetzt mal langsam eine Crew zur Mondbasis rüberzuschieben. Da haben wir nämlich auch schon einen Vertrag für angenommen. Und zwar Base Population, dass wir hier die Base Population hochbringen auf 4 waren es, 3 sind sogar nur, auf 3 Leute, die wir rüberbringen zur Moonbasis, damit das mal erledigt ist. Und wir haben den Truck bereits im Orbit. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich mal gucken, dass wir eigentlich damit loslegen. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal noch eine Rakete hinterher mit 3 Kerbals an Bord. Einem Piloten und 2 anderen Kerbals, damit wir erstmal die Mission erfüllt haben. Beziehungsweise können wir mal gucken. Ich habe ein bisschen mehr vorbereitet. Also, es sind ja 1, 2, 3... Ich glaube, das hier ist die Scientist, Engineer, Pilot und ein Miner. Also im Prinzip wären 4 Leute parat und der Miner könnte natürlich direkt im Space Truck mitfliegen. Oder so. Da können wir natürlich mal schauen, ob ich dafür schon Unterkünfte habe. Das muss ich jetzt einmal prüfen kurz auf der Mondbasis. Ich war lange nicht da. Warum muss Kaffee eigentlich so heiß sein, wenn man den frisch gemacht hat? Fürchterlich. So, und jetzt gucken wir mal in die Moonbase Bravo Reaktor. Ist, glaube ich, ist der schon gelandet? Ja. Der ist schon gelandet. So, und dann gucken wir jetzt mal rein, was da schon gegeben ist an Wohnoptionen. Ob wir überhaupt schon 4 Leute sauber unterbringen können. Theoretisch müsste das der Fall sein, aber ich will einfach sicher gehen, bevor wir das machen. Weil danach ist doof. Ja, und das wird natürlich auch nur der Anfang sein. So, hier sind unsere Reaktoren. Die sind auch schon hochgefahren, halten sich auch gut von der Temperatur her. Das sieht doch gut aus. Was ist hier noch drin? Material Kits. Okay, da hat man noch ein bisschen was mitgenommen.
Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben die Wohneinheit. Und die Wohneinheit hat hier schon mal, ich glaube, das ist der Hitchhiker Storage. Der hat alleine schon 4. Okay, sehr schön. Damit können wir auf jeden Fall 4 Leute unterbringen. Das heißt, das ist gegeben. Überhaupt kein Stress. Hier haben wir dann noch unser aufblasbares Nupsi-Teil. Wir können also ohne Bedenken die ersten 4 Leute rüberschicken. Mit der einzigen Ausnahme, dass es im Moment noch ein wenig dunkel ist. So, ich mach mal das Space Center auf wieder. Und dann schnappen wir uns mal unsere Crew und stecken die in ein kleines Transferraumschiff. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie wollen wir das denn machen? Ich glaube... Ja, ja, ich habe Material Kits schon drüben und wir müssen dann halt nachliefern, wenn wir noch mehr brauchen. Deshalb hatte ich die halt mitgenommen. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie machen wir das denn am besten mit der ganzen Geschichte für unsere Crew. So, wir brauchen 4 Peoples insgesamt. Die zum Mond müssen. Theoretisch könnten wir natürlich sagen, wir nehmen ein bisschen mehr mit. Um einen zusätzlichen Piloten zu haben. Oder wir nehmen einfach an dem Ding... Ja, dieser plus 1 ist immer so das Problem, ne? Dieser eine mehr. So eine mehr ist ein bisschen ärgerlich immer. Wie kriegen wir einen mehr gut untergecrampt? Jetzt lass mich mal überlegen. Gibt es irgendwas Nettes, was wir damit machen können? Also klar gibt es External Command Seats, aber das wäre ziemlich arschig. Wir können mal irgend so ein abgefahrenes Ding hier ausprobieren. Vielleicht lässt sich ja damit noch was erledigen. Laserbeam Transmitter. Verrückt, verrückt. So, das Ding braucht das ein Heat Shield? Nicht zwingend. Nicht im ersten Wurf zumindest. So, dann brauchen wir ein bisschen Sprit für die Landung. Und wir brauchen ein paar Beine, auf denen wir landen können. Und wir brauchen natürlich ein Triebwerk, damit wir die Landung auch durchführen können. Ja, die Party gestern war nett. War eine nette Grillparty. Wir haben ein bisschen Geburtstag gefeiert. Also es war jetzt hier keine Todesabsturzparty, wie man das in jungen Jahren noch feiert. Sondern wir haben schön gegrillt und mit vielen Leuten zusammengesessen und erzählt. Und ja, ging aber relativ lange. Also ich bin dann irgendwann kurz nach 1 los. War auf jeden Fall schön. Und das Wetter hat auch gut mitgespielt. Das ist ja hier im Norden immer so ein bisschen... So ein bisschen das Risiko. Wo sind denn jetzt die Leitern da? Schwupp. Fallschirm brauchen wir nicht. Ich will das Ding nicht wieder eintreten lassen. Wir müssen es hin und her fliegen. Das bleibt oben im Weltall. So. Dann ein wenig Strom für die ganze Geschichte. Da können wir ruhig ein- und ausklappbare nehmen, weil so viel teurer sind die nicht. Und Schaden tun sie auf jeden Fall auch nicht. Hier. Zack. Ordentlich arbeiten können. So, das Ganze hat jetzt auf dem Mond eine Trust-Weight-Ratio von 2,65 und 2861 Delta V. Also das sollte locker reichen. Und was wir da oben jetzt drauf bauen, ist so ein kleiner Adapter hier, damit wir den Fly-by-Wire mitnehmen können. Denn dann brauche ich keinen zusätzlichen Piloten, sondern unsere Wissenschaftler, Ingenieure und der Bergarbeiter, unser Miner, können die Kiste dann auch ganz gut selber landen, während sich unser Pilot darum kümmert, den Truck anzulanden. Genau, also das Ding wird auf jeden Fall auf dem Mond landen und hat dann auch genug Sprit, um wieder zu starten und zurückzufliegen und ich glaube sogar in Kerbin Orb. Also je nachdem, wie viel wir verbrauchen, um in den Kerbin Orbit zurückzukommen. Also das sieht ganz gut aus, da haben wir ordentlich Puffer. Wir könnten jetzt noch irgendwo so einen Connector-Port ranbauen. Einfach nur der Vollständigkeit halber, falls wir mal irgendwann...
betanken wollen, könnte man da einen Anschluss draus machen. Ist jetzt aber nicht die Primäroption. So, und da haben wir auch schon die erste Spende für einen guten Zweck. Vielen lieben Dank an den Thorsten. Ich werde natürlich alle Gebühren, also wenn ihr irgendwie bei Streamlets die Gebühren nicht auf die 5 aufrundet, so war das ja irgendwie wegen PayPal, das runde ich dann natürlich auf die gespendeten Beträge. Das heißt, wir haben jetzt 5 Euro im Pott. Vielen lieben Dank. Und wenn sowas ist, dann hau ich das natürlich auf die glatte Summe raus, damit da nicht irgendwie alles bei PayPal hängen bleibt. So, Stromstecker, genau, wir können, das ist ein guter Einwand, Mickey, die werde ich anbauen. Wir brauchen ja hier noch diese PDU-Adapter-Dinger, also die Power-Coupler tatsächlich, die werde ich noch zwei mitnehmen. Damit ich die später abbauen kann, also die baue ich jetzt einfach an. Ja. Damit ich die später abbauen kann und an Gebäuden verbauen kann, um das miteinander zu verbinden. So, das ist aber auch schon alles, was ich eigentlich mit dem Fluggerät hier oben machen wollte. Wir können jetzt noch der Form halber so ein paar Manöverdüsen ranbauen, damit wir mit dem Ding gegebenenfalls feinere Justierungen vornehmen können von unserem Flugwinkel. Das ist wahrscheinlich nicht so schlau mit der Leiter. Dann machen wir es doch hier, oder? Zack, und die Dinger ein bisschen runter. So. Stecker, damit ich sie verbinden kann. Was sind denn die Stecker, damit ich sie verbinden kann? Wie heißen die Teile? Plug. Plug. Die da? Power Transfer Conduit. Weil das ist ja eigentlich nur für Surface Experiments. Aber das ist doch für Surface Experiments. Sicher, dass das auch mit den Teilen zusammenarbeitet? Ich nehme gleich mal welche mit. Aber wenn du das sagst, nehme ich welche mit und wir schauen mal, was passiert. So. Gut. Jetzt bin ich raus mit den Powersteckern. Ich wollte, glaube ich, eigentlich ein Deko. Erinnere mich gleich nochmal dran, falls ich es vergesse. Ich versuche dran zu denken. Aber bevor ich losfliege und es wirkt so, als ob ich keine Powerstecker mitgenommen habe, dann erinnere mich nochmal dran, dass ich unbedingt noch einen Powerstecker mitnehmen muss, Mickey. Komme ich aber gleich zu. Ich baue da noch so einen kleinen Safe ran. So, das wird unsere Transferstufe. Wo ist er denn? Der Pudel. Sehr wohl. So. Einmal Pudel Engine. Damit haben wir dann schon 4800 Delta V. Das wird also ab hier alles ganz entspannt. Und jetzt brauchen wir nur noch eine schöne, entspannte Aufstiegsstage. Und einen Plan, wie ich einen vierten Körbel mit reinbekomme. Schauen wir gleich mal. Da wird mir schon noch irgendwas Dummes einfallen. Zack. Ich würde mal sagen, wir machen das so. Dann kommt hier ein schöner, entspannter Motor drunter. 6,6, genau, das sieht gut aus. Die Thrust-Weight-Ratio ist jetzt natürlich noch ein bisschen problematisch. Für die Körbin-Atmosphäre, gerade für den Start, da müssen wir noch, ich gucke mal, ob Booster uns ausreichen, also ganz normale Booster uns ausreichen oder ob wir tatsächlich Triebwerke nochmal ranbauen. Booster wird uns natürlich angenehm preiswert halten. Und auch der Sakemi hat nochmal 5 Euro für die gute Sache gespendet. Vielen lieben Dank. Ich werde es mit Freuden weiterleiten. Und ich werde natürlich zum Schluss nochmal die Zusammenfassung machen. Und für alle von euch, die übrigens die Aufzeichnung gucken bei YouTube dann, das geht jetzt nicht an die, die gerade den Livestream gucken, ihr könnt das gerne per Streamlabs machen oder per Bitsharing. Für alle von euch, die Interesse haben, sich das durchlesen wollen, es gibt in der Videobeschreibung unten hier auf YouTube dann einen Link zu einem Crowdfunding-Projekt, wo das auch nochmal alles von meiner Freundin da erklärt ist. Und sie schreibt dort nochmal genau, was sie eigentlich tut. Und wenn ihr dann da spenden wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Schaut einfach mal vorbei. So. Zack. Aha, fast getroffen. Fast getroffen. Jetzt habe ich getroffen. So, jetzt haben wir dann auch eine Thrust-Weight-Ratio von 1,66. Check. Okay, die können wir noch ein bisschen runterdrehen. So viel brauchen wir gar nicht. 1,4 irgendwie den Dreh. Genau, dann kommen noch die guten alten Flossen ran. Schwupp. Und dann haben wir über 7000 Delta V. Das sollte
sehr, sehr entspannt klappen, um damit zum Mond zu kommen und zu landen. Oder zum Mond zu kommen in dem Falle. Ich wollte das Ganze noch gerne autostrutten. Dann machen wir hier noch ein paar Hütlis drauf, damit das alles seine Ordnung hat. Die Feline Utilities Rover Mod. Oh, ich habe aber schon so viele Rover drin. Ich habe ja den Akita und den... Wie heißt der andere? Habe ich gerade verdrängt. Den Caribou. Und erstmal aber jetzt ein Willkommen an den Eneri 101. Willkommen bei den Kommunauten. Danke für dein Follow. Und ja, ich glaube, ich gucke erstmal, dass ich mit den zwei klarkomme. Und wenn ich das dann hinbekomme und dann immer noch Durst nach neuen Rovern habe, dann gucke ich mir das Pack gerne mal an. Und natürlich auch an den Max mit den ganz vielen Zahlen. Herzlich willkommen. Danke für dein Follow. Und viel Spaß beim Zuschauen. So, soviel zur Rakete. Jetzt kommt der lustige Part mit dem... Wir müssen dann noch einen Körbel irgendwie ranfrickeln. Ehrlich gesagt möchte ich keinen External Command Seat nehmen, weil der External Command Seat hat zweierlei Probleme. Erstens, ich spiele mit Live Support. Das ist prinzipiell schon mal für die Körbels, die in einem Command Seat sitzen, immer eine schlechte Sache. Zweitens, ich kann hier beim Start keinen Körbel reinsetzen. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie Leitern an das Ding frickeln und bla und tralala. Das möchte ich nicht. Also das ist eigentlich der Hauptgrund. Das mit dem Live-Support wird schon irgendwie gehen, wenn ich mich schnell genug da beeile. Ich überlege tatsächlich mal, ob man nicht mal High Capacity Small Exploration Ship, wenn ich irgendwie so ein Ding hier irgendwie rantackern können. Irgendwo. Schadet doch nicht, oder? Scheinbar schon. Ist das hier? Ich meine, macht das große Probleme? Einfach so. Wartet mal, ich muss das mal richtig zurechtdrehen. Ich glaube, ich brauche da irgendwie einen Node, an den ich es rantackern kann. Ich überlege echt gerade, wie man sowas machen könnte. Wir könnten es natürlich auch einfach ganz stumpf machen. Das wäre jetzt so die Kindervariante hier. Oder die einfach und ohne Nachdenken Variante. Wir bauen einfach... Genau, ist eigentlich ist es schon wieder so einfach, dass es schon wieder dämlich ist. Wir bauen jetzt hier noch einen Pott oben drauf. Schwupp. Und schon haben wir unseren vierten Sitzplatz. Tada! That's all the magic, folks. All the magic. So, genau. Dann ist es ein bisschen größer, aber insgesamt sieht das immer noch gut aus. Also wir haben immer noch deutlich über 7000 Delta V. Wir brauchen... Hier, wenn ich echt schlampig fliege, 4,5 in den Orbit. Wir brauchen 1000, um rüber zu transferen. Sind wir bei 5,5. Wir brauchen 200 und ein bisschen für den Orbit. Ja, und dann nochmal 600 irgendwas zur Landung. Also das ist jetzt schon alles sehr großzügig gerechnet. Das ist schon gerechnet mit, ich fliege mit verbundenen Augen einer Hand und trinke dabei eine Flasche Whisky oder sowas. Das heißt, das sollte eigentlich klappen. Gut, dann machen wir hier eine Startrampe ran und werden uns dann gar nicht lange aufhalten, sondern jetzt die Crew auf den Weg schicken. Weil wir wollen ja hier auch ein bisschen Weltraum-Action haben. Und das ist dann die Moon Crew Bravo Transfer. So. Und hier können wir mal wieder auf Compact gehen. Guck nochmal sicherheitshalber. Also, Atmospherics sind wir jetzt bei 1, 2, 3. So schön die Zahl auch klingt, hätte ich gern ein bisschen mehr am Start. Ich würde so 1,4 gern haben. Jawohl. Zack. Das war nicht der Knopf, den ich drücken wollte. Ich wollte diesen Knopf drücken. Genau, sind wir bei 7091. Und jetzt kommen noch die Steckerplugs. Dafür brauche ich so einen kleinen... Also danke für die Erinnerung. Ich war schon wieder ganz kurz davor, es nicht mitzunehmen. Gerade nur überlegen, wo dieser Safe ist. Da. Der kleine Storage Locker sollte uns da wahrscheinlich locker reichen. Hahaha, der war ungewollt. Tut mir leid, den habe ich selber erst bemerkt, als er mir rausgerutscht war. So, und der Young 199812, die Menge an Zahlen habe ich gerade noch hinbekommen, hat sich auch für ein Follow entschieden. Willkommen bei den Kommunauten, viel Spaß beim Zugucken. Genau richtig zur Bemannung der zweiten Mondbasis, in dem Fall tatsächlich eine Bemannung, glaube ich, weil wir haben keinen weiblichen Körbel diesmal mit dabei. Obwohl ich sonst ein großer Freund von Körbeldiversität bin. Aber, naja. Ihr scheint halt alle Körbels haben zu wollen.
die zu euch passen und ihr seid wahrscheinlich alle männliche Zuschauer, weil Raketen und so Kram. So, Landescheinwerfer. Ist wie immer ein Argument. Ich wollte eigentlich extra diesmal im Hellen landen, aber bevor ich es mir nachher wieder vorwerfen lasse, natürlich gerne Landescheinwerfer. Sehr gerne sogar. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ist die Leiter? Da nehme ich auf keinen Fall. Habe ich zwei Locker angebaut? Das ist echt dumm. Das ist wirklich dumm. So, wartet mal. So, und ich befürchte natürlich bei meinem Glück. Gott sei Dank sind die noch drin. So, gut. Ja, dann haben wir hier unsere Rakete fertig. Zack, jetzt müssen wir noch die richtige Crew reinstopfen. Da haben sich natürlich wieder die üblichen Verdächtigen reingeschlichen. Funktioniert eigentlich dieser Donation-Counter? Der funktioniert sowas von gar nicht, oder? Ach, wisst ihr, warum der nicht funktioniert? Weil ich das blöde Tool ausgemacht habe. Menschliches Versagen auf ganzer Linie. Das sollte sich jetzt gleich lösen. Also nicht wundern, warum da noch nichts geupdatet hat. Das habe ich einfach wieder nicht auf die Kette gekriegt. So, und wir brauchen... Also erstmal kommt unser Pilot, der Niklas Körmen, kommt auf jeden Fall in den MK1 Command Pod. Der steuert das Ding von oben und kann dann gucken, was da los ist. Und der Sim-Andy, der Invi und der Skunk Körmen, das ist ja unsere Zusatzcrew. Wir werden die Moon-Basis Bravo weiter ausbauen. Also auch die... Die jetzt auf der Moon-Basis Alpha sitzen, ihr werdet dann mal einen kleinen Heimataufenthalt bekommen. Und das ist gar nicht mehr so lange hin, dass ich euch abholen muss, damit ihr nicht alle komplett durchdreht. Und ihr werdet dann aber auch, also die Moon-Basis Alpha werden wir im Zuge dessen aufgeben. Das war so ein erster Testlauf. Und wir werden jetzt mit der Moon-Basis Bravo weitermachen. Und ihr werdet dann auch irgendwann dorthin ziehen, sobald ich dafür genug Habitation gesorgt habe. So. People sind drin. Wir könnten noch... Sicherheitshalber, fällt mir gerade ein, hier auch nochmal Werkzeug mitnehmen. Einfach nur für den Fall, dass... Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile an gefühlt 1000 Stellen auf der Basis Werkzeug verteilt, aber ihr kennt meinen Lieblingsspruch, der Teufel ist ein Eichhörnchen, wir wissen nicht, was alles schief geht. Und gegebenenfalls könnte das dann heißen, dass wir in Probleme reinkommen. Und diese Probleme wollen wir nicht haben. So, ich gucke jetzt gerade mal. Ist das irgendwie nervig? Ich ziehe das mal hier rüber. Zack. Ich glaube, da stört es hoffentlich weniger. Ich habe mal diese komischen Cheers-Donation-Counter woanders hingezogen. So, Eva-Fuel habe ich auch schon irgendwo mitgenommen und das wiegt leider auch so viel. Ich will jetzt die Delta-V nicht unnötig nach unten drücken. Und unser Eva-Fuel wird ja immer wieder aufgefüllt, während wir in der Kapsel sind. Von daher spare ich mir das jetzt mal. Gut, letzter Blick auf die Crew. Passt. Dann machen wir uns noch eine schöne Action-Group für... Unsere Solarpanels, die kann ich dann mit der Bremse ein- und ausfahren, weil die Bremse werden wir hier auf dem Teil nicht brauchen. Gut, und dann können wir uns auf den Weg machen, würde ich mal sagen. Und was wir jetzt als erstes machen, wir fliegen jetzt als erstes zum Rover rüber. Oh, Essen wäre vielleicht auch noch eine Maßnahme gewesen, ne? Essen hilft. Ich guck mal ganz kurz, wie viel wir haben. Okay, wir haben 14 Tage Zeit, das ist alles gut. Wir sind nur ein paar Stunden unterwegs. Ich lasse das jetzt mal so laufen. Schön ist es nicht. Aber 7 Tage Puffer auch bei der Habitation. Nee, 14 Tage beim Essen, 7 Tage bei der Habitation. Wird schon schief gehen. Okay, wir wollen zum Rover. Mining Rover MK1 ist es doch, oder? Es fliegt hier noch so rum. Ja, das ist der Mining Rover. Set as Target. So, den wollen wir jetzt abfangen. Der hat 79 und 89. Das heißt, wir sollten hier nicht so über die 80 drüber gehen. Jetzt holen wir uns den mal langsam ran und machen einen gediegenen Nachtstart. So sieht es hier zumindest aus. Als ob das ein gediegener Nachtstart werden wird. Und dann fangen wir ihn ab. Das ist aber ganz gut. Dann haben wir unseren Abfang durch, wenn es hell wird wahrscheinlich. Und können die Annäherung machen, während die Sonne scheint. Das gibt natürlich optisch noch ein bisschen was her. Dann werden wir mit dem Piloten einfach aussteigen und umsteigen in den Rover.
Und dann beide Gefährte nacheinander in ihre Translunar Injection schießen, sodass sie kurz nacheinander in der Mondumlaufbahn eintreffen. So, aber jetzt müssen wir erstmal überhaupt losfliegen. Und da sehe ich gerade noch einen klitzekleinen Fehler im Staging drin, der ein bisschen peinlich geworden wäre. So, zack. Ich gucke nochmal sicherheitshalber. Zack, zack. Zack, zack. Gut, dann SRS an, Vollschub rein und wir fliegen los. Und machen dabei hoffentlich viel Krach für unsere Nachbarn, die hier so nebenan wohnen. Denn Nachtstarts sind immer wieder beliebt. Ihr erinnert euch hoffentlich auch an diese glorreiche Folge, in der wir, ich glaube, emergency-mäßig 4 Nachtstarts in einer Nacht durchgezogen haben. Ich glaube, dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr, wenn du da in der Nähe vom Space Center wohnst. Geht's dir irgendwann dann auch auf den Keks. So. Wir lassen die Solid Fuel Booster erstmal den ersten Teil der unangenehmen Arbeit machen. Und uns hier hochtragen. Kontrolle sieht über unsere Fins ganz gut aus. Ist jetzt nicht super ideal, aber es ist völlig ausreichend. Und wir kriegen gut Geschwindigkeit drauf, um Höhe zu machen. So, die Solid Fuels sind auch gleich durch. Dann können wir auf das Haupttriebwerk mit Hauptschub gehen und mit dem Haupttriebwerk auf Vollschub. Plus den Fins bin ich dann eigentlich mal ganz guter Dinge, dass wir ziemlich geschmeidig in den Orbit hochgekrochen kommen. So, ich gehe auf Volllast. Booster sind Cut-off und abgetrennt und wir gehen jetzt mal in unseren Gravity Turn rüber. So, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir haben auf der Stage jetzt nicht ganz genug Fuel drauf oder nicht ganz genug Delta V drauf, um tatsächlich den Orbit zu schaffen. Also wir werden dann noch auf der zweiten Stage ein bisschen arbeiten müssen, aber das ist auch okay. Sehe ich jetzt nicht als besonders problematisch. Unser Thrust Weight ist auch mit 1,15 gut unterwegs. Das heißt, wir können schön geschmeidig den Gravity Turn fertig machen. Wir haben auf jeden Fall genug Druck hinter der Rakete. Ich kann jetzt schon mal anfangen, leichte Korrekturen vorzunehmen, was die Inklination angeht, dass wir so ungefähr die Target-Richtung haben. Schwupp, und wir können mal ein bisschen Licht anmachen, wenn wir es schon haben, damit das nicht ganz so finster aussieht für euch. Aber insgesamt finde ich, dass es mit dem ganzen Engine Lightning und den Hintergrundlichteinstellungen ja eigentlich ganz angenehm. So, wir haben mittlerweile eine APO von 34 Kilometern und der Enderdark Crazy hat sich auch für ein Abo entschieden. Vielen lieben Dank und willkommen bei den Carbonauten und Space-Verrückten. Ich glaube, das trifft es ganz gut. So. Wir sind sowas von unterwegs. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen so auf der Höhe neben Schiene. Wir sind nämlich erst bei 40 Kilometer angekommen. Ganz so viel Druck ist hinter dem Triebwerk halt jetzt nicht dahinter. So, aber wir haben dann nochmal 4800. Ja, warum ist der denn schon wieder auf Target umgesprungen? Auf Orbit will ich ihn. So. So, wir haben noch 200 und ein bisschen Delta V. Wir sind jetzt kurz davor, die Atmosphäre dann nachher zu verlassen auf der APO-Apsis. Sieht alles gut aus. Sieht alles gut aus. Okay, bereit machen für Main Engine Cutoff. Und wir haben Main Engine Cutoff, Separation und weiter geht's im frohen Reigen. Wir haben jetzt nochmal 2000 Delta V in dieser Stufe. Davon werden wir circa 1100 brauchen, um... Ja, circa 1100, um den Orbit zu schaffen. Ungefähr, zumindest. Und dann nochmal knappe 1000, um den Transfer zu fliegen. Also 800 bis 900 sind es. Den Transfer rüber. Wir sind irgendwie ein bisschen lahm hochgeflogen, muss ich gerade feststellen. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben noch, dass wir hier unseren Rover noch einholen. Alles in allem klappt's. So, wir kriegen auch die APO-Apsis sauber vor uns hin. Das heißt, wir können jetzt wirklich eigentlich mal Vollgas geben. So. Schön flach heißt nämlich nicht so sehr gegen die Gravitation arbeiten, sondern eher Geschwindigkeit aufbauen. Wir müssen jetzt halt nur aufpassen, dass wir genug Geschwindigkeit aufbauen, damit wir auch nicht wieder zurückfallen. Aber unsere Thrust Weight ist mittlerweile auf plus 1,0. Wir sind irgendwie, wie gesagt, ein bisschen getrödelt. Und irgendwas
Irgendwie ist die Rover-Inklination auch echt eigenartig. Da muss ich gleich nochmal gucken. Der hat ein bisschen Schräglage scheinbar bekommen, weil ich bin ziemlich sauber, aber der Rover ist erschreckend weit weg von mir. Müssen wir gleich mal schauen. Gut, das Gute ist jetzt aber, wir sind auf jeden Fall auf einer Bahn knapp hinter ihm in einem tieferen Orbit. Das kann ich so relativ gut steuern, dass wir einen Chaser-Orbit draus machen, damit ich ihn erstmal verfolge. Das ist übrigens auch in der echten Raumfahrt der durchaus übliche Approach, dass man Chaser-Orbits fliegt. Natürlich nicht so eng geknüpft wie hier gerade, aber dass man sich hinter ein Objekt setzt, ist üblicher, weil es natürlich spriteffizienter ist, weil wenn ich vor ein Objekt komme, muss ich ja die Delta-V ausgeben, um in einen höheren Orbit zu gehen, damit ich langsamer bin als das andere Objekt und muss dann nochmal abbremsen, um wieder runterzugehen. Das heißt, von der Fuel-Effizienz her ist es eben so, dass ein Chaser-Orbit einfach viel mehr Sinn macht, weil man sich dann von hinten anschleichen kann und erstmal auf der niedrigeren Umlaufbahn bleibt. So, apropos niedrigere Umlaufbahn, also deshalb spiele ich auch gerade so ein bisschen, dass wir unsere Apoapsis hier nicht unnötig aufbauen und ich werde dann auch die Periapsis, die gleich hochkommen müsste, auf über Null Niveau sauber um die 70 halten, dass wir von der Position aus, also von dem niedrigen Orbit aus, uns jetzt gleich einmal die kleineren Anpassungen machen, die dann so nötig sind. So, und aus. Dann haben wir 71, 75. Das ist auf jeden Fall drunter deutlich. So, und man sieht hier schon, wir werden hier noch hinter unserem Target liegen. Das heißt, wir haben es noch nicht eingeholt. Das ist gut. Wir werden jetzt hier am Descending Node unsere Anpassung machen, um die gleiche Inklination hinzubekommen. Dafür gehen wir mal in die Planetenansicht rüber. Zack. Und warum macht man das am Descending bzw. Ascending Node? Und habe ich jetzt gerade mein Target verloren? Irgendwas ist gerade komisch. Warum zeigt er mir den Descending Node nicht mehr an? ZS Target. Komisch, komisch, komisch. Also, am Descending Node kreuzen wir ja die Flugbahn unseres Rovers und werden hier jetzt einen kleinen Schub geben, um unsere Flugbahn auf seine anzugleichen, dass wir das schon mal haben. Das ist minimal, das sind 50 Delta-V. Das ist völlig in Ordnung. So, dann haben wir das und da werden wir jetzt mal gemütlich hinwarpen. Was dann auch heißt, dass wir hier drüben tatsächlich noch eine bessere Annäherung hinbekommen. Also hier sind wir dann mittlerweile auf 35 Kilometer ran und das wird dann nach und nach immer besser und dann holen wir uns den Rover möglichst bald nah genug ran, um den Piloten abzusetzen. Wir müssen da jetzt auch kein Docking-Manöver durchführen. Ganz so schlimm ist es nicht. So, da ist unser Manöver. Das lassen wir jetzt auch gleich mal einrasten. Und ich könnte mal so langsam die Solarpanels deployen, oder? Oh, wir haben noch Massive Scale Launches gekriegt für irgendwas. Hat wohl schon mal gereicht. Lasst uns doch mal die Solarpanels ausklappen. Das hilft beim Strom ganz gewaltig, habe ich gehört. Wenn man Solarpanels ausklappt. So. Unser Node ist da. Wir zünden kurz das Triebwerk. Und das soll es dann auch gewesen sein für unsere Anpassung. Reicht. Exakt genug. So. Bringt uns hier jetzt, wie gesagt, auf 35 Kilometer ran. Wir können jetzt mal ein bisschen gucken. Wir haben jetzt noch einen Abstand von 58 Kilometer. Wir lassen da jetzt einfach mal kurz ein bisschen den Zeitraffer laufen, um uns näher ranzuziehen. Und ich werde gleich mal probieren, ob ich es hinbekomme, ein Manöver so zu setzen, dass wir den Abfang auf der Tageslichtseite machen. Weil wir werden jetzt hier drüben, wenn wir komplett warten, werden wir das Teil überholt haben. Deshalb würde ich es jetzt gerne irgendwie nach da drüben verlagern. So, und zwar irgendwo ins Sonnenlicht. Im Idealfall da, wo das Sonnenlicht anfängt. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wie nah wir rankommen können mit einem kleinen Burn. Oh, 3 Kilometer knapp. Reicht aber auch, um den Piloten abzusetzen. Mehr brauchen wir gar nicht. So, das heißt, wir können jetzt gleich unseren Burn auch machen. Sind 10,3 Meter pro Sekunde. Also das ist quasi kaum das Triebwerk
hochbringen. Dann ist es auch schon wieder vorbei. Nochmal ein ganz kleines bisschen. So. That's it. Und das Ganze bringt uns auf 2,8 Kilometer hier drüben ran. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal, ja, einmal herwarpen. Und dann unser Absitzmanöver vorbereiten, indem der Pilot schlicht und ergreifend aussteigt, sich sein Jetpack schnappt und darüber jettet. Und dann starten wir zwei Raketen gleichzeitig Richtung Mond. Also kurz nacheinander. Wahrscheinlich werde ich einen Orbit zwischendrin Zeit lassen. Einfach damit wir ein bisschen Zeit haben, auch zu reagieren. So, und der Niklas hat die große Ehre auszusteigen. Und sich in Richtung des Mining Rovers zu verkrümmeln. Ja, wie gesagt, das wird jetzt unser Start eigentlich für die Moon oder die Moonbase Bravo. Mit unserer ersten kleinen Produktionskette. Ja, ich weiß, dass es hier der Moon ist, aber der Moon ist auch Mond. Also von daher, es ist nicht zu 100% falsch. Aber ja, es ist der Moon. Du hast komplett recht. Mit unserer ersten kleinen Produktionskette, die der Rover eigentlich begründet. Also wir haben ja jetzt endlich Bohr-Equipment und wir fangen jetzt an, Gypsum abzubauen, um das erste Mal Fertilizer herzustellen, um damit aus unserem eigenen Exkrementen, wenn wir es mal nett formulieren wollen, obwohl das schon die unnette Variante war, wieder Nahrungsmittel herzustellen und natürlich noch andere Dinge, wie zum Beispiel Sauerstoff und Wasser. Sauberes Wasser. Also wir verwenden im Prinzip dreckiges Wasser, um Pflanzen wachsen zu lassen, die aus unserem CO2 dann wieder O2 machen und so weiter und so fort. Das ist hier aber alles standardisiert unter dem Begriff Supplies. Also die von euch, die meine anderen Serien kennen, also zum Beispiel Resolar System oder Hardcore Kerbal, wissen ja, dass ich damit Tech Life Support spiele. Da ist das ein bisschen feiner aufgeschlüsselt. Nicht wundern, dass es hier halt alles unter Supplies zusammengefasst im USI Life Support. Es bedeutet aber am Ende des Tages das Gleiche. Und so ein Gewächshaus würde halt im Tech Life Support, wo man die auch verwenden kann, eben statt Supplies herzustellen, diese drei Sachen herstellen. Also Food, Oxygen und Water, wenn ihr Tech Life Support verwendet dafür. Also nur, falls da irgendwie Fragen sind. Gut, sehr schön. Wir sind auf dem Weg und haben die letzten Kilometer bis zum Rover. Ich bin gespannt, wie der so aussieht und wie es ihm so geht. Wir können mal kurz das Science hier now anmachen. Nicht, dass sich durch Zufall ergibt, dass wir irgendwie doch mal noch einen EVA-Report machen können. Weil Wissenschaftspunkte brauchen wir immer. Wir haben nur 65 im Moment. Das ist nicht so grandios viel. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns, falls ihr euch erinnert. Also der Tech-Tree ist noch recht umfangreich. Der Tech-Tree ist tatsächlich noch sehr, sehr umfangreich. So. 500 Meter noch. Schön sieht das aus. Schön. Ich werde jetzt langsam gleich mal bremsen. So. Langsam ein bisschen Speed rausnehmen auf den letzten 100 Metern. Gut, da ist er, unser wunderschöner Mining Rover. Wir müssen jetzt nur noch die Eingangstüre finden. Und dann können wir gleich mal gucken, ob wir mit dem nicht auch das Manöver starten. Dass er quasi schon mal vorfliegt. So, dein neues Gefährt. Oder dein Gefährt für jetzt zumindest, um zum Mond zu fliegen und dort zu landen und dann mit dem Auto rumzufahren. Mal gucken. So, hier ist irgendwo der Eingang. Schwupp. Und hinein in die gute Stube. So, die gute Nachricht ist, hier hatte ich auch, glaube ich, ein bisschen Essen reingepackt. Ja. Und hier gibt es sogar Habitation für 22 Tage. Also hier ist richtig, richtig Spaß geboten. So, jetzt können wir mal schauen. Das müsste noch ganz gut hinhauen, wenn wir sagen, wir wollen zum Mond. Müsste hier ein ganz gutes Startfenster sein.
Ja, tatsächlich gar nicht so schlecht. Bisschen später noch, kommen wir sogar tiefer rein. Mal schauen, der ist jetzt natürlich irgendwie ziemlich schief vom Approach her, ne? Kommt der rein, so. Dann ziehen wir ihn noch ein bisschen rauf. Das ist halt halbwegs. Wir ziehen ihn nicht noch ein bisschen rauf. Müssen wir nachher mit Course Correction fliegen. Okay. Gut, aber das ist erstmal ein guter Anfang. 854, wir haben in der Stufe noch 1142 Delta V drin. Das heißt, wir sind da eigentlich ganz gut vorbereitet. Der Node ist in 3 Minuten. Dann drehe ich mich schon mal auf unser Manöver. Wir werden das jetzt so machen. Wir starten jetzt den Rover in Richtung Mond und werden dann, sobald der unterwegs ist, mit der Crew einen weiteren Orbit drehen, um dann auch zu starten, sodass wir mit einer ungefähr halben Stunde Versatz am Mond ankommen. Damit ich einfach, ich muss die Sachen ja machen. Also ich kann ja nicht sagen, so hier landet jemand von alleine und ich mache den Rover so lange. Genau, also von daher. Ja, und den IFA zum Moonflug hast du leider verpasst, Emper. Musst mal gucken, ob du bei Twitch noch die Aufzeichnung findest. Ist aber ein bisschen länglich. Ich glaube, es hat 10, 11 Stunden gedauert, der Stream. Wir haben zwischendurch viel Rift World, Rift World, Rim World gespielt. So. Gut. Spricht irgendwas dagegen, den Antrieb schon mal zu zünden? Okay, dann weiß ich jetzt schon mal Bescheid, wie lange wir brauchen. Sehr gut. Ja, und so sieht das Ganze dann übrigens von innen aus, wenn man Rover fährt. Über Kerbin. Oh, wir haben ja sogar hier das. Ah, Vessel View ist leider nicht drauf. Ja, wir können uns noch einen Navball bauen. Popopopo. So. Sehr schön. Hübsch anzuschauen. Gut, dann würde ich mal sagen, verlassen wir jetzt mal die Kerbin-Umlaufbahn. Und fliegen mit dem ersten Gefährt in Richtung Moon los. Wir haben eh noch ein bisschen Zeit, weil die Basis im Moment noch in der Dunkelheit dahin vegetiert. Das dauert ja immer 6 Tage, bis hier wieder Licht ist. Aber es dürfte nicht mehr so lange sein. Also 1, 2 Tage noch, dann haben wir Licht. Das heißt natürlich auch, wir haben im Orbit auch immer noch. Also wir haben dann jetzt 3 Sachen im Orbit, die wir anlanden müssen. Das ist einmal unsere Fabrik, unser Rover und dann natürlich die Crew. Und das werden wir auch genau in dieser Reihenfolge tun. Also es landet als erstes die Fabrik, weil die unbemannt ist und wir sicherstellen wollen, dass die an Ort und Stelle steht und funktioniert, weil aller Gypsumabbau nutzt uns leider überhaupt nichts, wenn wir es nicht schaffen, das in Fertilizer umzuwandeln. Deshalb das. Und danach kommt der Pilot, weil wenn irgendwas schief geht, ist dann wenigstens nur einer drauf gegangen. Und dann kommt die Crew. Weil dann das Risiko für Kerbel, Leib und Leben ein bisschen höher aussieht. Ja, den anderen Bases geht es gut. Die können wir uns nachher mal angucken. Das, auf der Space Station läuft ja zurzeit unser Space Camp mit ganz vielen auszubildenden Astronauten. Da sind irgendwie 14 Kerbels oder irgendwie sowas. Ah, zu schnell, zu weit, zu lange. Wo bin ich? Na gut. Das war ein bisschen viel des Guten. Muss mal ganz kurz ein bisschen bremsen. Und die haben noch genug zu futtern auch. Ja. Das ist, wir müssen gleich noch gucken, wann wir die Mission starten. Aber lass mich erstmal die Flüge weitermachen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir gucken uns heute auf jeden Fall auch den Zwischenstatus der anderen Bases nochmal an. So, jetzt bremsen wir das hier mal ein bisschen zurück, was ich da wieder vertüdelt habe. Damit ich nicht
in den Mond reinfliege, auch nicht gegen den Mond oder den Moon gegenfliege, sondern am Moon vorbei, so wie es der ursprüngliche Plan war. So, das reicht und wir machen dann später eine Mid-Course-Correction. Wir haben jetzt noch 262 Delta V in dieser Stage drin. Das heißt, wir können noch eine Kurskorrektur machen und wir können uns noch relativ geschmeidig in den Orbit einbremsen. Und jetzt können wir, schade, die sind ein bisschen zu weit weg dann jetzt schon. Dann müssen wir mal hier gucken. Jetzt können wir hier rüberschalten auf den Crew Transfer. Die sind als nächstes dran. So, und für die planen wir jetzt das Manöver zum Mond raus. Aber wie gesagt, erst beim nächsten Orbit. Irgendwo da den Dreh. Ah, ist wahrscheinlich sogar ein bisschen spät. Hier so. Macht wahrscheinlich noch mehr Sinn. Jawohl. Okay, 850 Delta V, davon können wir noch 550 aus dieser Stage nehmen und dann nehmen wir die letzten 300 dafür noch aus der nächsten Stage. Das ist okay, wir haben jetzt noch 3000 Delta V übrig insgesamt. Das heißt, die zweite Stage hat noch zwar ungefähr 2500, nicht ganz. Wenn wir da 300 von wegnehmen, haben wir noch 2300, dann kommt die Bremsung, haben wir noch 2000. Damit können wir zweimal auf dem Mond landen und wieder zurückkommen. Und danke an Bam, viele Zahlen für das Follow. Willkommen bei den Kommunauten. Und der deutsche Scott Manley. Wer ist Scott Manley? Natürlich wisst ihr, wer Scott Manley ist. Und um Himmels Willen, es wäre ihm eine große Ehre, wenn mich jemand als der deutsche Scott Manley betiteln würde, weil der Mann hat echt was auf dem Kasten. Und ich maße mir nicht mal ansatzweise auf, sein Bildungsniveau aufzuweisen, weil der ist schon gut unterwegs. Aber wenn ich ungefähr ein Zehntel von den Dingen erklären kann, die Scott Manley erklären kann, und das dann eventuell noch auf Deutsch, also wahrscheinlich kann ich es auf Deutsch auch besser erklären als auf Englisch, dann gerne. Aber der deutsche Scott Manley ist vielleicht etwas hochgegriffen. So, dann drehen wir jetzt mal unsere Runde zu unserem Manöver. Wie gesagt, sieht man auch, so ein Kerbin Orbit, ein niedriger Kerbin Orbit ist ungefähr eine halbe Stunde. Pi mal Daumen ist immer so die Frage, wie hoch man fliegt, aber um und bei haut das ganz gut hin. Und denn das heißt, dass wir dem Rover dann damit jetzt so eine halbe Stunde Vorsprung geben. Das hat auch jetzt folgenden Effekt, dass wir jetzt gleich, wenn wir unser Manöver gemacht haben, schalten wir wieder auf den Rover um, weil der ist jetzt mittendrin in seinem Flug zum Moon. Und der Name Mid-Course-Correction kommt daher, wenn man das mittendrin macht, weil es sehr viel effizienter ist, wenn wir jetzt unseren Orbit angleichen. Also der Rover kann jetzt mit sehr wenig Energie diese Neigung, die wir auf der Moon-Umlaufbahn haben, nach oben schieben, während das am Moon mehr Energie braucht. Einfach weil jetzt die Entfernung noch größer ist und wir den Anflugwinkel, wir müssen einen kleineren Winkel jetzt anpassen, weil die Flugbahn noch länger ist. Falls es das irgendwie verständlicher erklärt. So, ja. Mein Unterhaltungsniveau kommt ran, das sehe ich als weiteres sehr großes Kompliment an. Freut mich sehr, wenn du das so siehst, weil ich gucke persönlich auch sehr gerne Videos vom Herrn Manley und sage auch ganz offen, dass ich in den letzten 4 Jahren bei KSP viel, viel auch von ihm gelernt habe. Von daher freut mich das, wenn es so funktioniert. So, und was mich noch sehr freuen würde, ist, wenn jetzt hier der Transfer funktioniert. In dem Sinne gebe ich jetzt mal Gas und guck mal, das war gut geschätzt. Hervorragend. Wir fliegen los. Mit ganz großen Schritten und werden in 460 Delta V oder auch 35 Sekunden jetzt noch 35 Sekunden unsere Stage hier hinten abwerfen. Die wird dann irgendwo auf dem halben Kerbin Orbit verhungern und wir fliegen mit unserer Stage, die auch die Landung später durchführt, den Restweg zum Moon rüber, weil die effizient genug dafür ist. So, gesteuert wird jetzt von einem unserer überaus professionellen Kollegen aus der Nicht-Piloten-Fraktion, die allerdings unterstützt durch unser ganz hervorragendes Fly-by-Wire Avionics-Hub-System natürlich perfekt ausgerichtet sind.
So, und wir haben noch wenige Sekunden bis zum Cut-Off und wir machen Separation auf unsere letzte Stufe. Das ist jetzt der Lander, auch direkt schon für den Moon, der die letzten knapp 300 Delta V nochmal rausbrennt, um, naja, eine Transmooner Injection durchzuführen. Gut, und für alle, die später dazugekommen sind, falls ihr euch fragt, was ist das da oben für komische Donation und Cheer Counters, warum schmeißt du mit sowas rum? Also nein, das wird jetzt nicht regelmäßig auftauchen, das ist tatsächlich nur heute. Heute ist eine kleine Spezialität im Stream. Alles, was ihr heute spendet an Donations über Streamlabs oder an Cheers, also das sind diese Bit-Cheers mit diesen Edelsteinchen oder sowas. Also ich hoffe, dass das Edelsteine darstellen soll, sonst mag man mich eines Besseren belehren. Das werde ich eins zu eins weiterreichen an eine gute Freundin, die ein Auslandsjahr in Ecuador vorbereitet, um dort mit behinderten Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und dafür einen Teil der Kosten natürlich selbst aufbringen muss. Und die hat da gerade eine Spendenaktion laufen. Also wenn ihr gerne was dalassen wollt, das geht alles eins zu eins weiter. Natürlich mit Beweisscreenshot, dass ich das auch rausgegeben habe. Ich persönlich werde auch meine Patreon-Einnahmen vom Juli mitspenden. Und ja, alle, die das auf YouTube aufgezeichnet gucken, guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu einer Crowdfunding-Plattform, wo das auch alles nochmal erklärt ist. Wenn da Interesse besteht, kann ich den Link natürlich auch hier gerne mal reinposten in den Chat. Falls jemand von euch sagt, ja, das würde ich mir gerne mal durchlesen, weil ich unschlüssig bin, ob ich das gut finde oder nicht. Weil ich kann es jetzt nicht in der Länglichkeit und Umfänglichkeit erklären hier im Stream, wie es dort beschrieben ist. Aber da hat die gute Frau eine längere Erklärung für potenzielle Spender zusammengeschrieben, was sie da genau macht, warum sie das macht, was ihre Beweggründe sind. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. Einfach kurz sagen, dann kann ich euch den Link reinschmeißen. So, wir haben jetzt hier unseren Anflug fertig und gehen jetzt einmal rüber auf den Mining Rover und werden unsere Mid-Course Correction durchführen. Die werden wir natürlich auch nochmal für die Crew durchführen, denn die kommt natürlich auf einem ähnlich abgefahrenen Winkel rein. Warum hat sich das Ding denn auf den Rücken gerollt? Was ist hier los? Hier macht jeder, was er will, ne? So, was man jetzt nämlich machen kann, ist ein neues Manöver anlegen. Und ich mache das mal in etwas mehr als 2 Minuten. Sagen wir doch mal knappe 4 Minuten, damit ich ein bisschen Zeit habe, rumzutüdeln. Und gehen im Focus View auf den Moon, damit wir da sehen, was das mit unserem Manöver macht. Machen dann hinten das Manöver wieder auf. Und was wir jetzt machen wollen, ist, das da eigentlich auf einen relativ guten Äquatorialorbit zu ziehen. Wie wir feststellen, hat das leider die Auswirkung, dass es uns dann in den Boden rammt. Deshalb müssen wir natürlich jetzt ein bisschen korrigieren. Aber das geht auch relativ entspannt. So, und das Ganze kostet uns jetzt mal eben 25,7 Delta V. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass es am Moon selbst teurer gewesen wäre, Delta V-mäßig. Müsst ihr einfach glauben, weil kann ich jetzt nicht anders beweisen. Einfach mal blindes Vertrauen. So, das heißt aber auch, wir haben ein neues Manöver durchzuführen. Schwuppdiwuppdiwupp. Genau, also, für die, die es nicht mitbekommen haben, in der Bauphase, bis hier, also das ist der hintere Teil von unserem Rover. Der Rover selber hat 2 VTOL-Engines, also wird aus eigener Kraft landen. Das hier sind Zusatztanks, um ihn zu stabilisieren und ihm auch die nötigen Delta V dafür zu geben, dass er seine Landung hinbekommt, hoffentlich. Genau. Und der Rover ist ein Bohrsystem, das dafür da ist, momentan zumindest eingestellt auf Gypsum. Was ist Gypsum eigentlich nochmal? Ist das Lehm oder so? Ich muss das unbedingt nochmal nachschlagen. So, jetzt wartet mal ganz kurz. Gypsum. Translate. Zack. Ich hätte auch einfach Gypsum Deutsch dahinter schreiben können. Gypsum ist Gips. Gips. Ah, hätte ich auch selber drauf kommen können. Also, Gips. Ja, ja, ja. Den wollen wir als erstes abbauen, aber natürlich ist das Ganze umstellbar. Das heißt, wir können diese Bohrer und die Dingsbums, na, die, oh Gott, völliger Aussetzer. Erst die Übersetzung so versaut und jetzt hier die Dingsbums. Wie heißt denn das? Storage Bay. Das, was sagt man in Deutsch, das Storage Bay? Den Tank. Den Tank umstellen, um was anderes abzubauen. Und wir haben uns ja extra eine Stelle ausgesucht auf dem Mond oder auf dem Moon, wo es viel Zeug gibt. Also die Moonbase Bravo ist tatsächlich an eine Stelle gebaut in einem Krater, wo wir mit einem Satelliten festgestellt haben. Jetzt müssen wir mal gucken.
Kriege ich es nochmal angeschaltet? Style. Wird gerade nicht gemacht, oder? Ne, macht er gerade nicht. Ach doch. Gibt's so? Warte mal, ich muss es nur anklicken. Style. So. Falsche Base. Richtige Base. Also hier seht ihr schon mal, die Moonbase Bravo steht quasi da in einer recht schönen Storage Bay Tank. Ja, kannst es auch Storage Bay Stauraum, Frachtraum, aber kannst es auch Tank nennen, weil wahrscheinlich spätestens, wenn du nicht mehr Gips reinpumpst, sondern irgendwas anderes, wird es wahrscheinlich auch flüssig. Ist ja, ja, von mir aus auch Frachtraum trifft es doch ganz gut. Genau, und es gibt hier eben nicht nur Gypsum, sondern wir haben hier auch Aluminium. Wir haben hier auch Borate-Vorkommen. Witzigerweise ist es sehr aufgeräumt. Wir haben hier keinen Dreck. Leider keine Exotic Minerals. Leider auch keine Fluorite. Aber wir haben Gypsum. Wir haben Carbonite. Wir haben geringe Vorkommen von Metallic Ore und größere Vorkommen sind nicht unendlich weit entfernt. Mineralien sind da. Monazit vielleicht noch mit ein bisschen Glück. Ore ist da. Bare Metal, Rare Metals ist da. Meine Güte, Regolit ist da. Salzwasser ist da. Winzige Vorkommen von Silikaten mit ein bisschen Glück noch. Und ja, ich weiß, dass mein Manöver gerade vorbeigeht, aber das ist nicht so wild. Das muss nicht so super exakt sein. Spot Main ist nicht da. Substrate leider auch nicht. Uran leider oder vielleicht zum Glück auch nicht. Das kann man jetzt so oder so sehen. Wasser ist natürlich auf dem Mond generell ein Problem. Aber wie ihr seht, haben wir relativ viele Materialien an dieser Stelle. Ich glaube, es gibt auch nicht wirklich Stellen, wo alles vorhanden ist. Aber wir haben hier einen guten Anfang, dass wir, ich hoffe, auch mit diesen Rare Metals und ein bisschen Ore und so auch anfangen können, andere Produktionsketten dann noch aufzubauen, sobald wir die mit dem Essensherstellen mal am Laufen haben. So, jetzt gucke ich mal, wie es unser Manöver so geht mittlerweile. Joa, das sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Zack, das ist fast richtig gut. So. Zack, Manöver erledigt. Das heißt, wir sind hier durch. Und wir können jetzt mal gucken, nee, das war schon richtig, was ich da getrieben habe, wie weit unsere, nein, das, ich wollte den Planeten und das sollte Focus View werden und nicht Switch 2, aber na gut, jetzt sind wir mal bei der Kerbin Space Station, wenn wir schon mal drauf geklickt haben, können wir auch gleich mal nachgucken, wie es da so läuft, da müssen wir nämlich bald einen Haufen Leute evakuieren, wie ihr seht, hatte ich die ja relativ drastisch erweitert, um es mal nett zu formulieren, da habe ich nämlich dicke Kapseln rangesetzt mit einem Haufen Touris, die Folgendes gerade abhalten, nämlich ein Space Camp. Moment, 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 da ist das Space Camp, genau. Also, das Space Camp läuft jetzt noch 9 Tage und 7 Minuten und 10 Sekunden und besteht aus 14 Passagieren, die sind momentan alle hier oben und die Crew ist natürlich auch noch hier oben. Und die zeigen denen gerade, wie Weltraum so ist, ne? Also die kotzen sich da den ganzen Tag voll und ein paar von denen tun das halt nicht. Sondern die freuen sich, dass sie im Weltall sind und glauben, dass das ein toller Beruf für sie sein könnte. Und wenn wir das, ja, das ist die verschweißte Station. Da so habe ich leider einen kleinen Fehler gemacht. Aber hier ist noch gut. Also das Ding kann man noch abkoppeln. Und ich glaube, das werden wir auch oben lassen. Ich muss halt jetzt noch ein Raumschiff besorgen, mit dem wir die ganzen Touristen dann auch wieder runterbringen. Und von diesen Touristen werden sich dann ein paar infolge dieser Mission entscheiden, unserem Raumprogramm beizutreten. Und unsere Administration wird sagen, die sind gut, die haben was drauf. Und die werden wir dann übernehmen. Das heißt, das geht noch 9 Tage. Wir haben, danke für das Follow und viel Spaß beim Zuschauen, Yatemakaha. Und wir haben momentan noch absolut ausreichend Habitation und Supplies für 15 Tage. So, in 9 Tagen werden wir dann natürlich die ganzen Vögel da, also sagen wir vielleicht in 10 abholen. Das heißt, wir haben dann wahrscheinlich wiederum nochmal Supplies auf der Raumstation für ein paar Wochen, weil wir deutlich das Personal reduzieren. Das heißt, das ist der Zustand, noch ungefähr 10 Tage, nicht mehr ganz, also eher so 9 und ein bisschen, dann in 10 Tagen hoffentlich die Abholung. Dann werden wir die Touristen hier rausholen, die Module lasse ich natürlich oben, es wäre eine Schande, die nie wieder mitzunehmen.
die wieder mitzunehmen. Die Rakete hier überlege ich auch fast, ob wir sie dran lassen und nur ein bisschen Sprit von hier unten umpumpen, weil das hier ist eine schöne kleine Rettungsrakete mit einer Kommandokapsel, um da wegzukommen. Weil meine andere Kommandokapsel habe ich ja verschweißt, mit der man Leute hätte retten können. Genau. Und ja, das ist der Zustand auf der Kerbin Space Station. So sieht es da im Moment aus. Gut, und jetzt gehen wir mal zum Space Center runter. Also 9 Tage um und bei noch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich von der Abfolge her die Kerbin, die Moonbase Bravo jetzt noch fertig machen. Also bevölkern de facto. Und dann dürfte es schon relativ bald Zeit sein, die Typen von der Raumstation abzuholen. Da wollte ich jetzt nicht rein. Jetzt wollte ich einmal eine Tracking Station da drauf. Wie gesagt, wenn wir jetzt den Umweg eben machen, können wir einmal den Zustand uns angucken. Und zwar haben wir zusätzlich noch im Life Support, also Crew Transfer ist klar, Kerbin Space Station hatten wir gerade geguckt, das sind natürlich ganz, ganz viele. So, der Mining Rover ist auch klar, dann haben wir momentan auf der Moonbase Alpha noch Lebensmittel für 52 Tage und auf der Moon Space Station noch für 110 Tage, also wir werden jetzt in der Reihenfolge die Moonbase Bravo bemannen. Wir werden dann die Kerbin Space Station ein paar Tage später leerräumen. Vielleicht machen wir zwischendurch noch eine kleine Mission, mal gucken, was so anliegt. Und dann ist in so, ich würde so in circa einem Monat wahrscheinlich die Moonbase Alpha evakuieren, sodass wir halt hinten raus einfach noch 20 Tage Toleranz haben. In 20 Tagen kann ich ungefähr, ich weiß es nicht, gefühlt 20 Mal, mehr als 20 Mal zum Moon fliegen, falls irgendwas schief geht. Mit der Evakuierungsmission. Aber da werden wir die 4 herausholen. Die fliegen dann erstmal nach Hause. Die kriegen erstmal ein bisschen Heimaturlaub, um sich wieder zu erholen. Und werden dann potenziell auf die Moonbase Bravo verbracht mit 9 Wohnmodulen. So, jetzt hätte ich vielleicht einfach mal drinbleiben können, um zu unserer Transfermission zu gehen. Jetzt werden wir nochmal die gleiche Mid-Course-Correction machen mit unseren Kerbonauten, die unterwegs sind. Die haben ja auch noch einen etwas spannenderen Anflugwinkel. Ja, Urlaub muss ja auch mal sein. Also der Punkt ist halt, wir sind noch nicht so weit, dass wir... Es gibt, ich habe es auch, glaube ich, im Forschungsbaum jetzt schon gesehen. Wir werden heute auch nochmal in den Forschungsbaum gucken. Und hallo Nerven-Kobold. Nerven-Kobold, das tut mir sehr leid. Nerven-Kobold, ich wollte dich nicht als Nerf-Gun denunzieren. Und... Naja, etwas spät, Dark Engineer. Stündchen. Stündchen läuft schon, gibt aber noch 2 Stunden. Also du bist noch vor der Mitte reingekommen. So, genau. Und wir haben eben noch nicht diese Krankenstation. Also es gibt so eine Krankenstation, auf der kann man mit Biologen oder Medic-Kerbals die Homesickness von anderen Kerbals wohl heilen. Und das Teil braucht man natürlich noch für echte Langzeitmissionen. Und so lange müssen wir die Kerbals einfach irgendwann wieder nach Hause holen, weil die irgendwann die Schnauze voll haben. Das bindet sich halt an dieses Habitation- und Homesickness-Ding. So, jetzt mache ich das mal wieder zu. Mache ich das mal wieder zu, indem ich nochmal draufklicke. So, also es war kein Hänger im Stream, ich habe es tatsächlich 2-mal gesagt. So, und jetzt spielen wir hier nochmal die... Ich gleiche meinen Kurs an und ich nehme mit Aktion. Add-Manöver. Und... Focus View und danke für dein Follow, Dark Engineer. Das freut mich sehr. So, jetzt einmal nach oben. Dabei wird auch, glaube ich, gleich unser Periaps mal deutlich abgesenkt. Ups, muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu drastisch wird. Weil ich möchte nicht Lito breaken. Das wäre nämlich relativ unangenehm. Ich denke, den Lito-Breaking-Witz kennen die meisten von euch auch. Für die, die es noch nicht kennen, Aero-Breaking sollte euch ja ein Begriff sein. Also durch die Atmosphäre zu gehen, um zu bremsen. Und Lito-Breaking ist... Lito ist Stein. Ne? Lito-Breaking ist die Bremsung meistens mit ziemlich fatalen Ergebnis an einem Stein durchzuführen oder an Boden. Wie weit bist du von einer Kondensation von Minmus entfernt? Ganz ehrlich, eigentlich nur noch den Part, dass ich es gerne auf Moon, weil es schneller geht, einmal stehen haben will. Also sobald ich sehe, dass das jetzt hier klappt mit dem
mit der Nahrungsmittelversorgung, also dieses Gypsum ab, also Gips abbauen, um Dünger herzustellen, und ich das Konzept sauber hinbekomme, meine Stromversorgung so funktioniert, weil auf dem Mond kann ich noch, oder auf dem Moon kann ich noch relativ schnell reagieren, ne? Hier ist es halt ein halber Tag, umherzufliegen im Körben-Solarsystem. Sobald ich sehe, dass diese Grundkonzepte funktionieren, würde ich tatsächlich einen Scansat zum Minmus rüberschicken, also einen Ressourcenscanner, um den auszukundschaften. Und dann wäre Minmus tatsächlich der nächste Part, weil Minmus für mich vor allen Dingen, ich würde dann einen Spot suchen, wo ich wahrscheinlich eine Lebensmittelversorgung hinbekomme und haufenweise Carbonite habe. Carbonite oder halt irgendwas anderes, aber ich glaube, es ist hier Carbonite. Halt das Zeug, aus dem ich Treibstoff bauen kann, weil Minmus wird auf jeden Fall für mich die Tankstelle werden. Also der Moon wird eher so, die Moonstation möchte ich beibehalten, das soll meine Trainingsstation werden, um auch Kerbals für interplanetare Missionen später mal vorzubereiten, damit die schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln können. Aber Minmus soll die Tankstelle tatsächlich werden, weil da das Gravitationsfeld einfach sehr, sehr gut darauf angepasst ist, ne? Aber da es immer ein bisschen gefährlich ist mit dem Life-Support, wenn ich mich da verschätze, nach Minmus jetzt zu fliegen, weil ich glaube, der Flug nach Minmus sind halt so 12 Tage und ich habe halt diese 15 Tage Puffer, wenn mal irgendwas ausläuft, so wie die jetzt hier 15 Tage lang verhungern auf dem Weg zum Mond, bin ich da noch sehr vorsichtig. Ich will erst sehen, dass es funktioniert, weil ich biete euch ja an, hier Kerbals reinzubringen, und ihr kennt das aus Hardcore Kerbal, ich gebe mir dann immer sehr große Mühe, euch nicht zu töten, weil ich es immer schade finde, wenn ihr auf einer Liste lange wartet, um mal dran zu kommen. Ne? Also manche haben eher Glück, andere später. Und dann seid ihr eine Folge mit dabei und ich ramme euch mit dem Kopf unangespitzt ins Launchpad rein und dann ist es wieder vorbei. Das finde ich mal ein bisschen traurig, deshalb gebe ich mir schon Mühe, das vorher zu testen. So, jetzt habe ich die Zeit bis zum Manöver auch halbwegs tot gequatscht. Ich mache jetzt mal ganz vorsichtig das Manöver. Das ist ja hier keine super exakte Wissenschaft. Und dann geht's eigentlich auch weiter zum Mond. Oder zum Moon in dem Falle. Zum Mond geht es dann wieder am Dienstag übrigens. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich habe ganz heimlich, still und leise, ohne es groß extra zu sagen, weil ich auch noch nicht weiß, ob ich es jede Woche garantieren kann, aber ich glaube, in den meisten Wochen wird es klappen, habe ich ganz heimlich, still und leise am Dienstag einen weiteren Livestream reingesneakt in meine Sendeplanung und habe Real Solar System zu einem wöchentlichen Stream gemacht. Also das war jetzt hiermit das offizielle Announcement, dass das tatsächlich so gemeint war und nicht nur ein dummer Zufall. Also am Dienstag gibt es jetzt immer Real Solar System, auch auf Twitch. Und am Donnerstag normalerweise Hardcore Kerbal und am Sonntag Hardcore Colonization. So sieht es nämlich aus. Diese Woche war es ein bisschen verschoben, aber so sieht es generell aus. Gut, das haben wir von der Correction her. Dann ist es jetzt eigentlich Zeit, in den Rover umzusteigen. Oder wir können noch mal gucken, ob es irgendeine Mission gibt, die wir in der Transferzeit fliegen können. Ich gucke gleich mal. Weil wir haben ja jetzt noch einen Transfer von 3 Stunden und ein bisschen vor uns. Jetzt gucken wir hier mal rein. Wir haben momentan noch aktiv Science Data from Surface of the Moon. Das kann man mal direkt erledigen, glaube ich. Wir können unsere Touristen vorbereiten. Das macht tatsächlich Sinn. Und zwar sind das jetzt auch, ich habe es umeditiert, der Alexander Kerman und der Carloso Kerman. Das sind natürlich auch Zuschauer, die sich für eine Touristenposition beworben haben. Ja. Und die wollen am Moon vorbeifliegen. Die könnte man natürlich einfach stumpf starten, die Jungs, ne? Da sind die auch unterwegs. Ich meine, die bringen uns 202.000. Stresst das irgendwann von euch, wenn ich die parallel mal losschieße, dass sie ihren Flyby machen können mit einer Pilotenbegleitung? Weil das würde gut in eine Dreier-Kommandokapsel passen. Genau, dann haben wir Explore Duna, das müssen wir auch noch vorbereiten. Und ja, Science Data from Surface of the Moon. Das geht relativ flink. Und jetzt habe ich es fast verpasst, aber vielen Dank an das Follow, an den, oh Gott, Natachon, danke für dein Follow und willkommen bei den Kerbonauten. So, Nope stört euch nicht oder Nope starte das nicht. Und wie gesagt, ja, mit den Livestreams seht das nicht so eng, wenn ihr für die Livestreams nicht da seid. Das ist alles kein Herrschaftswissen. Ich werde alles, oder ich mache das ja jetzt schon so und das wird auch weiterhin so bleiben, alles, was ich streame, wird natürlich auch veröffentlicht, sodass ihr das in aller Ruhe angucken könnt, wenn ihr dann Zeit habt. Ne? Also da nicht hetzen lassen. Gut, dann bereite ich jetzt mal kurz die
Touristenrakete vor. Und ich hoffe, ich habe auch noch einen Piloten, der die fliegen kann. Brauche ich nämlich, weil ohne einen Piloten geht das nicht. Und der Gong Chip hat ebenfalls noch ein Follow da gelassen. Dankeschön. Und ich glaube, damit haben wir das Follower-Ziel von 10 Leuten schon wieder voll. Das heißt, ihr könnt jetzt aufhören zu followen und stattdessen spendet ihr einfach gerne für die gute Sache oben rechts. Dafür blende ich euch auch ein. Hier, das ist. Ich revanchiere mich auch mit wunderschönen Sonnenaufgängen. Geben und nehmen, ne? Geben und nehmen. So. Gut. Und ich muss nochmal dazu sagen, das ist nicht mein Kalender, das ist der Kalender vom Neo. Der Neo ist nämlich derjenige, der das Projekt Streaming-Kalender für kleine Streamer ins Leben gerufen hat. Und dort sind wir als die kleinen Streamer, also der Emojack, der Cookie macht, glaube ich, auch mit, der Kynop ist, glaube ich, auch noch mit drin und ich. Das sind zumindest die mir jetzt bewusst sind. Bestimmt auch jemand anders, aber das kann euch der Neo sagen und da auch ganz dickes Danke an den Neo, der das organisiert. Und zum Thema, wo kannst du spenden? Wenn auf meiner Twitch-Seite, wenn ihr da drauf seid. Ich habe gedacht, das wäre eine tolle Idee, dass in der Kanalbeschreibung so ein Körbel mit so einem Headset, der so da so reinspricht. Und dann steht da Spende hier für die Körbels. Wenn du da drauf klickst, kommst du zum Streamlabs Spenden oder natürlich im Chat einfach unten dieses Edelstein-Symbol. Ist, glaube ich, dieses Bitcheering. Genau, aber so findet man das. So, genau. Und den Kalender kann ich euch nur empfehlen. Da habt ihr nämlich viele kleine deutsche Streamer, die eigentlich, also meiner Meinung nach, alle auf ihre eigene Art und Weise was qualitativ Hochwertiges abliefern. Nee, und das ist ein Sonnenaufgang, es ist Osten, in diese Richtung ist Osten, deshalb ist es ein Sonnenaufgang. Dort geht die Sonne niemals unter. Wenn die Sonne im Osten untergeht, dann ist irgendwas sehr komisch. Oder dein Kompass kaputt. So, haben wir schon so ein Touricraft? Wir haben bestimmt irgendein Touristenboot schon fertig, oder? Das wäre doch gelacht. Tourist One klingt aber wie die erste Inkarnation, oder? Ja gut, ich glaube, das können wir mittlerweile ein bisschen moderner bauen. Lasst uns doch die Tourist 2 bauen. Hältst du den Kompass falsch? Was auch sein kann, dass du unter einer Stromleitung stehst. Stromleitung beeinflussen Kompanden auch sehr. Sagt man noch Kompanden? War Kompanden überhaupt jemals richtig? Heißt das einfach vielleicht mittlerweile einfach Kompass? So. Hier, wo sind die Freaks der neuen deutschen Rechtschreibung? Das ist doch mal eine Frage, die es zu klären gilt. So. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Jetzt wisst ihr auch, wie mich mal längere Zeit ruhig bekommt. Ja, vielen lieben Dank für diese sehr großzügige Spende. Ich werde sie mit Freude weiterleiten. Und wie ihr seht, habe ich natürlich für solche Riesenspenden auch ein wenig variiert, was es da zu sehen gibt. In dem Fall natürlich den Apollo 11 Start mit Original Apollo 11 Start Sound Countdown. Ja, vielen lieben Dank im Namen besagter Freundin auch. Und es freut mich sehr, dass ihr da so lieb spendet. So, Kompanden, sagst du auch. Kompanden? Tee? Kompanden? Ach, Janabär? Janabär, bist du Jana? Ich rate jetzt einfach mal aufgrund der Hälfte, weil du auch schon Danke gesagt hast. Kannst dich gerne hier outen, wenn du das möchtest. So, und ich mach mal weiter mit der Rakete. Und das Schöne daran ist nämlich, wenn jemand 1000 Euro spendet, bitte probiert es nicht, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so hohe Sachen einstellen muss. Deshalb, ich glaube, das war schon die höchste Stufe. Ich glaube, mehr kommt da nicht mehr. Ich glaube, ich müsste das nachgucken, aber ich glaube, ich war so verwegen zu sagen, könnte mal passieren, dass jemand 20 Euro spendet oder mehr. Dann habe ich da Apollo 11 eingebaut. Aber darüber hinaus habe ich mich dann eher bedeckt gehalten. So, also, warum ich jetzt die Tourist 2 baue, ist, wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, tatsächlich mit einem großen Cockpit zu fliegen.
Und für sowas ist es jetzt ganz schön. Wir haben jetzt einfach ein schönes Rückkehrmodul, wo wir unseren Kerbal-Piloten reinsetzen können, weil wir müssen ja für die Touristenmission immer einen Piloten mitnehmen. Und wir können dann noch die Touristen reinbauen. Und das ist natürlich als Rakete sehr viel einfacher zu bauen mit den großen Teilen, als jetzt hier aus diesem kleinen Frickelzeug da was zusammenzubauen. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach ganz standardmäßig mal schnell durch. Zack. Aber wie ihr schon seht, haben wir dann jetzt hier irgendwie schon 5500 Delta V. Die Thrust-Weight-Ratio ist noch nicht ganz brillant, aber das kriegen wir gleich noch mit ein paar Boostern hin. Und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen, denn wir müssen ja nur wirklich in den Flyby am Mond gehen. Da kommt jetzt noch ein bisschen Essen ran, denn Touristen lässt man nicht hungern. Das gehört sich einfach nicht. So, Live-Support. Zack. Zack, zwei davon. So, die klatschen wir ihnen einfach so ran, dass sie ihnen nicht die Fenster blockieren, weil wir wollen ja hier die Touristen auch ordentlich versorgen. Ah, das passt ganz gut. Sehr schön. Und dann kommen hier noch ein paar Solarpanels ran, ne? Würde ich mal sagen. Und ich glaube, wir nehmen uns einfach mal. Ah, das ist ein bisschen arg groß. Nehmen wir die kleinen. Packen wir uns hier zwei passive ran. Die haben wir dann auf jeden Fall. Das ist so eine Lektion für mich bei Live-Support. Es gibt ab und zu mal so Situationen, wo man zu wenig Sprit hat und dann sich abtrennt. Und wieder Eintritt macht, dann reicht er nicht und dann rotiert man nochmal und das kann fürchterlich nach hinten losgehen und meistens ist Strom dann das Problem. Deshalb nochmal hier Panels ran und ich mache dann noch zwei Panels an die Rakete ran, dass wir ein bisschen Strom für unterwegs haben. So, das reicht aber auch schon. Gut, dann last but not least noch die Glücksflossen einmal unten ran, damit der Aufstieg gut klappt und dann kommen auch schon die Booster hinterher. So. Ja, nicht schlecht, Freunde. Also ich hatte ja gehofft, dass der eine oder andere von euch einen Euro rausrückt, aber ich muss euch da auch nochmal ehrlich zurückgeben. Ich bin sehr, 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 sehr überrascht und aber auch stolz auf euch als Zuschauer und Abonnenten, dass ihr da spendet wirklich und dann auch noch solche Beträge. Also Daumen hoch und wie gesagt, ich schmeiß gerne später im Discord auch mal den Link rein, wo erklärt ist, was da so eigentlich passiert in diesem Auslandsjahr, damit ihr euch das mal durchlesen könnt. So. So. Cookie? Ja, dürfen nicht hungern. Was? Wie? Wo? Echt? Ach so, ah, du hast gar nicht mitbekommen, dass Cookie zuguckt. Der war aber schon von Anfang an mit dabei. Ich weiß das. Ich habe ihn nämlich am Anfang schon begrüßt. Cookie hatte ganz von Anfang zugeguckt. So. Zack. Und sehr schöner Stream übrigens, Cookie. Ich hatte es dir ja schon im Discord geschrieben. Fand ich echt gut. Also finde ich schön, was du da in RSS machst. Ich finde es auch schön, dass du jetzt quasi zeitlich auf der gleichen Ebene unterwegs bist wie ich. Streamer Battle. Mal gucken, wer das schneller hinbekommt. Venus Flyby, oder? Historisch gesehen müssen wir uns eigentlich mal um den Venus Flyby battlen. Du darfst Russland sein, wenn das für dich okay ist, und ich mache Amerika. Wenn jeder deiner Follower 2 Euro spendet, hast du schon 1K. Ja, ja, aber so funktionieren so Sachen nicht. So, und es gucken ja auch nicht alle zu. Gut, wir haben jetzt zack, 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 sauberes Staging herstellen. Schwuppdiwupp. So, dann kommen die weg, dann kommt der an. Sind wir bei 6000 und ein bisschen. Atmospheric Delta, wie wir ihr Thrust-Weight-Ratio von 1,5 ist ein bisschen höher. Fallschirm kommt gleich noch. Ja, da oben ist noch. Der Platz da oben drauf ist für einen Fallschirm gedacht. Keine Sorge, Antrax. Ich habe nicht vor, die Kerbals einfach so in der Atmosphäre abzuwerfen. Aber trotzdem danke fürs Bescheid sagen. Lieber einmal zu viel Bescheid sagen, als mich Kerbals umbringen lassen. Immer eine gute Maßnahme. So, was machen wir denn da? Da machen wir, glaube ich, einfach mal das da drauf. Das müsste ganz gut reichen. Und wir machen, glaube ich, mal einen Dockingport drauf. Dockingport, Dockingport.
Ich glaube, ich muss jetzt einfach bei den Construction Ports bleiben. Ne? Ich habe die so konsequent mittlerweile benutzt. Ich muss sie einfach weiter benutzen. So, falls wir irgendwie noch irgendwo andocken wollen. So, damit haben wir 6100 Delta V. Kurz im Kopf überschlagen. 4.000, 5.000 oben drauf. Sind wir bei 5.5. Und das ist schon, wie gesagt, alles mit viel Puffer gerechnet. Dann haben wir ein Flyby. Dann kommen wir wieder zurück. Noch ein bisschen reinbremsen. Ja, sollte reichen. Dann nehmen wir noch die RCS Truster Blocks mit. Wie wiegen die? 008, 005. Dann nehmen wir bitte gerne die hier mit. Wo packen wir die hin? Da ist nichts, wo sie aussteigen. Ja, machen wir das hier hin. So, nochmal RCS Truster ran, damit ich meinen Monopropellanten notfalls noch benutzen kann. Und die werden natürlich auch wieder umkonfiguriert. Und Dankeschön auch an den Watti, an Jana und an Manfred. Jetzt habe ich aber ganz schön lange vor mich hingespielt, statt was zu sagen. Für eure Follows. Willkommen bei den Kobonauten. Follower-Ziel übererfüllt. Yay. Und ich stelle jetzt mal meine Actuation-Toggles ein, bevor ich sie wieder vergesse. Zack. So, das haben wir. Ja, und damit ist unser Touristenboot eigentlich auch schon fertig. Ja. Das ist so die Rakete dafür, oder? Ich meine, das Schöne an so einem Boot ist halt einfach, damit können wir, glaube ich, echt super angenehm einfach Touristen durch die Gegend fliegen. Und Touristen sollen ja sicher verbracht werden. Es gibt halt ganz fürchterlichen Reputationsverlust, wenn man Touristen umbringt. Ja, und Luis als erfahrener Mondpilot, ich glaube, Luis war schon ungefähr 4 oder 5 Mal am Mond, den schicken wir natürlich los. Der hat Routine, der kann ihnen das erklären, ne? Der weiß schon alles auswendig. Also nehmen wir Luis als Pilot mit. Und unser Auftrag ist es jetzt, mit den Touristenvögeln einmal in einer Höhe von 100, also unter 100 Kilometern am Mond am Moon vorbeizufliegen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das heißt, wir starten jetzt mal unser kleines Abenteuer. Wir haben Fallschirme, wir haben Versorgung, also Essen. Wir haben Strom mit dabei. Habitation gibt die Kapsel gute 7 Tage her. Das ist auch okay. Also gibt sie doch, oder? Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach. 7 Tage, genau. Grundhabitation. Das reicht auch aus für unseren kleinen Ausflug, weil wir werden vielleicht so 2 Tage unterwegs sein oder sowas mit den Touris. Gut, dann starten wir jetzt unsere Touristen. Dann können die direkt hinterher. Dann haben wir jetzt dann 3 Raketen im Transfer zum Moon. Langsam wird der Luftraum ein bisschen voll. Und wenn wir die gestartet haben und in Richtung Moon abgeschossen, müsste auch langsam die Zeit sein, dass wir den Rover im Moon Orbit einfangen und vorbereiten für seine Landung. So, ansonsten, Manfred, du hattest gefragt, ob das Spiel auch für Einsteiger geeignet ist. Klar, wenn du jetzt so hochgemoddet direkt spielen willst, wie ich das zum Beispiel hier in dem Stream gerade tue, eher nicht. Aber was ich dir sehr empfehlen kann, geh einfach mal auf meinen YouTube-Kanal und such nach dem Einsteiger-Tutorial. Das ist zwar noch für die Version 1.0. Kleine Zwischeninformation: Im September habe ich eine Woche Urlaub. Da werde ich ein neues Tutorial für die 1.3 machen. Hoch und heilig versprochen. Da kannst du dir einfach mal angucken, wie ungemoddetes Kerbal Space Program funktioniert. Und da erkläre ich auch ganz viel, wie es funktioniert. Also, ja, mit ein bisschen Geduld, man muss ein bisschen reinkommen, ist das durchaus ein einsteigerfreundliches Spiel. Und wenn du dann so ein bisschen rausgefunden hast, wie es für dich funktioniert, dann kannst du auch mit Mods noch auf beliebig hohen Schwierigkeitsgrad gehen. Am Anfang würde ich aber immer erstmal ungemoddet spielen. Und genau, der Neo hat gerade einen Discord-Link gepostet. Da sind ganz viele Kerbal-Spieler, alle deutschsprachig unterwegs. Die sind alle super nett. Naja, die meisten sind super nett. Ein paar von euch sind auch manchmal habt ihr auch so eure Tage, ne? Ich möchte nicht sagen, dass ihr da scheiße drauf seid, aber ihr habt dann so eure Tage. Aber meistens sind die eigentlich ganz nett und sie sind vor allen Dingen alle recht hilfreich. Also wenn du einfach Fragen hast, kannst du da auch reinschreiben und da findest du eigentlich immer jemanden, der dir eine Antwort gibt. Und ansonsten, ich kann natürlich nur vorbehaltlos meine eigenen Videos empfehlen. Das ist, tut mir leid, die sind halt einfach gut. Aber ich mache auch neue, die noch besser sind. So. Gut, ich würde sagen, 3, 2, 1, Risiko. Ab geht die wilde Fahrt. Und wir fliegen Richtung Moon. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Ah, wir haben tatsächlich dann auch, wir können eigentlich fast einen direkten Transfer fliegen. Also wir müssen gar nicht erst einen großen Orbit noch fliegen. Wir können uns einfach dann direkt rauskatapultieren. Kurz nachdem wir den Orbit erreicht haben, wahrscheinlich. So. Ich nehme jetzt ein bisschen Schwung raus.
Den Rest machen die Booster für uns. Ja, sehr schöne, sehr einfache Rakete. Spart Geld. Bringt einen Haufen Geld, wenn die Touris gleich sicher wieder zurück sind. Also gleich im Sinne von in ein, zwei Tagen. Und sie fliegt sich tatsächlich auch sehr einfach. Also das kann ich auch immer nur empfehlen. Ich habe es gestern ja auch gesehen, Cookie, als du gestreamt hast. Ne? Das ist natürlich bei Real Solar Systems immer super schwierig. Arbeitet aber immer, wenn ihr, besonders wenn ihr Kartoffelrechner habt, arbeitet immer mit so wenig Teilen wie möglich. Also was Kerbal Space Program langsam macht und laggen lässt und unangenehm im Spielen ist, viel zu viele Teile anzubauen. Dann laggt das ganze Spiel nämlich irgendwann mal ganz, ganz, ganz fürchterlich. Deshalb immer ordentlich Teile sparen. Deshalb auch die Tourist 2 jetzt mit. Was wird das an Part Count sein? Ich denke mal keine 30 Teile oder so. Vielleicht knappe 30 Teile, ich habe nicht drauf geachtet. Das spielt sich dann sehr flüssig und sehr angenehm. Ja, so 250 Part Vessels ist immer... Also ich habe schon echt keinen schlechten Rechner. Aber auch bei mir ist dann irgendwann Feierabend. Das ist... Kannst du komplett knicken. Dafür ist das Spiel einfach nicht ausgelegt. So. Gut, wir sind unterwegs. Die Apoapsis steigt. Wir kommen langsam in den Orbit hoch. Und jetzt mal für alle, jetzt haben wir ja einen Anfänger hier. Also Apoapsis ist quasi der höchste Punkt deines Orbits und Periapsis ist der niedrigste Punkt deines Orbits. Den haben wir jetzt natürlich noch auf minus 500 Kilometer, weil wir stumpf in den Planeten reinfallen würden, weil wir noch nicht so weit sind. Genau. Oder auch im Englischen, falls du mal englischsprachige Videos guckst, nennt man das dann auch gerne in der Kurzform dort Apogee und Perigee. Mit Doppel-E hinten quasi. Falls ihr mal den Herrn Manley zum Beispiel anschaut. Genau. Aber wir sind gleich angekommen auf 70 Kilometer für unsere Neuzugänge. Beginnt das Weltall. Und wie ihr seht, bis dahin ist es eigentlich gar kein Stress. So. Ach so, was ich übrigens noch empfehlen kann für Neueinsteiger, spielt immer den Karrieremodus zuerst. Man denkt dann immer so, ich spiele erstmal Sandbox. Um Himmels Willen tut es nicht. Ihr werdet in der Sandbox mit gefühlt 1 Million Bauteile zugeschmissen, weil ihr habt sämtliche Wissenschaft freigeschaltet. Dann schon. Das wollt ihr wirklich nicht tun, ehrlich nicht. Macht einen Karrieremodus, da habt ihr am Anfang irgendwie 5, 6 Bauteile. Macht ganz in Ruhe und dann kriegt ihr nach und nach mit dem, was ihr schafft, eure Bauteile freigeschaltet. Ihr tut euch damit einen riesen Gefallen, weil also ich habe auch das erste Mal, als ich KSP gespielt habe, direkt Sandbox-Mode auf. Oh, super geil, Karrieremodus ist noch zu schwer, ich spiele mal Sandbox. Ich habe da gesessen, habe geguckt wie ein Auto und wusste nicht mehr, was los ist. So, und wir haben mal Sepp gemacht hier und bereiten jetzt unsere Solarpanels vor, damit wir ordentlich fliegen können. So, und ich fliege jetzt gerade einen sehr flachen Weg in den Orbit rein, einfach weil ich weiß, dass das geht. Man kann das auch deutlich unentspannter machen, also quasi hochfliegen und dann rechts fliegen. Das ist aber... ja. Genau, Science Mode ist auch eine Möglichkeit, wenn man dann sagt, man will das Geld nicht haben. Also wichtig halt irgendwas, einen Spielmodus zu wählen am Anfang, wo ihr die Teile nach und nach reinbekommt, damit es euch einfach nicht überfordert. Weil sonst kann, glaube ich, sehr schnell eine gewisse... Frustration eintreten mit KSP, weil es halt einfach, es gibt sehr viele Bauteile und man kann sehr viele Sachen machen. Das hilft einem natürlich nicht, wenn man damit noch nicht umgehen kann. Von daher immer mit Ruhe, Sinn und Verstand. Ne? So, ich überlege gerade, mache ich überhaupt noch einen Orbit draus? Ne, ich mache jetzt direkt aus meinem, ich mache jetzt was, das solltet ihr übrigens nicht tun, wenn ihr noch frisch dabei seid. Ich mache jetzt direkt aus dem Ding hier. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist nachher, aber... Mondanflug. So, hier müssen wir nochmal wie viel reinpumpen? Ah, geht schon. Zack. So. Achso, doch noch ein bisschen später. Oh, das war ein bisschen viel des Guten, glaube ich. So, wir müssen unter 100 Kilometer. Das hätten wir hiermit erfüllt. Aber eigentlich würde ich gerne so fliegen.
Genau, das wäre doch viel schöner. Ah, da will ich kein Manöver adden. Ich will wissen, wie hoch meine Periapsis wäre. 358, weil so hätten wir jetzt natürlich eine schöne Möglichkeit, einfach mal uns von der Mondschwerkraft zurückziehen zu lassen. Das heißt, wir würden quasi in die Mondschwerkraft eintreten und dann zurückgefedert werden. Das ist nicht so gut. Doch, da ist drüben ist sie. Guck gerade mal, wie wir das unter 100 bekommen. Aber es flippt leider die ganze Zeit hin und her. Sehr unübersichtlich. So. Zack. 92 Kilometer. Ja, sehr direkter Weg zurück zur Erde danach. Oder zu Kerbin. Das kann ich dann aber kurz mal ausbremsen, indem ich einfach das Ding wieder aufziehe. Das müsste ganz gut gehen. Dann machen wir einen Flyby mit Landung draus. Sehr schön. Gut, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Der Pit hat ja da Erfahrung. Gut, dann fangen wir doch mal langsam an, das Teil vorzubereiten. Denn wir werden da wahrscheinlich... Oh, wir kommen sehr schwer... Oh, das ist aber gefährlich. Okay, das mache ich doch lieber nicht. Wir tauchen 57 Kilometer tief rein. Das wäre ein bisschen too much gewesen. Ich mache gleich schnell einen Orbit draus. Wartet mal kurz und mache ein vernünftiges Manöver. Gitti, gitti, git. So. Das wäre dann doch ein bisschen risikobehaftet. Also einmal kurz noch brennen, dass wir unsere Periapsis auch hochbekommen. Jawohl, Orbit erreicht, noch einen kleinen finanziellen Bonus bekommen, weil das Raumschiff einfach schwer war. So, und dann machen wir jetzt einen vernünftigen Start, wie vernünftige Kerbals. Wann wird das Video von heute online sein? Das Video von heute ist, schneide ich immer in Halbstundenfolgen und die erste Folge wird am Montag veröffentlicht, die nächste am Dienstag. Also auf YouTube ist die Hardcore Colonization Serie dann verfügbar und am Montag kommt immer das erste Video, aber wie gesagt immer nur das erste. So. Oh, kriege ich eine Free Return Trajectory? Wäre natürlich ein Zucker, ne? Focus View, ist das ein Free Return? Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Okay, also was ich jetzt mache, ist im Prinzip, dass wir die Apollo-Leute auch angeflogen sind. Man fliegt dran vorbei und fliegt so eine 8. Also das Apollo 8 Missionsemblem könnt ihr euch auch mal angucken. Die fliegen im Prinzip eine 8 um den Mond rum. Und Free Return Trajectory bedeutet halt einfach, dass man den Mond so anfliegt. Oh Gott, jetzt wäre ich beinahe schon wieder in diese blöde Raumstation reingegangen. Nein, den will ich auch nicht. Dass man den Mond so anfliegt. Ich treffe Kerbin nicht mehr, ne? Das ist einfach keine Chance. So zugemüllt, dieser Planet. Jetzt. Fokus, danke. Dass man so fliegt, dass man, wenn ihr jetzt mal meinen Kurs hier verfolgt, ich komme quasi angeflogen, fliege um den Moon rum und werde dann wieder zurückgezogen und Free Return im Sinne von, ich werde auf jeden Fall, wenn ich nichts mache, wenn ich nichts anderes tue, auf Kerbin wieder landen, also zurückkommen. Das waren die ersten Versuche von Apollo, haben so losgelegt und auch Apollo 11 zum Beispiel ist erstmal auf einer Free Return Trajectory losgeflogen, um sicherzustellen, dass wenn irgendwas schief geht, die Raumkapsel auf jeden Fall wieder zurück nach Kerbin kommt. Und ich bemerke gerade, ich glaube, ich habe vorhin schon wieder jemanden vergessen. Das war Schwarze Seele Deutschland, hat auch ein Follow da gelassen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich willkommen bei den Kerbonauten. Sorry, dass ich erst so spät dazu komme, da mal was zu sagen. Und gibt es das Spiel auch auf Deutsch? Es gibt einen Deutsch-Patch, aber ganz ehrlich, tu's nicht. Nein, tu's nicht. Also offiziell gibt es noch keine deutsche Unterstützung. Ich glaube, offiziell gibt es mittlerweile Spanisch, Chinesisch... Chinesisch einfach, Chinesisch komplex und Russisch und natürlich Englisch. Vielleicht wird da irgendwann Unterstützung kommen. Ansonsten, ja, es gibt einen Deutsch-Patch. Also, der funktioniert prinzipiell auch. Ich persönlich bin kein großer Freund von, aber ich würde es auch nicht auf Deutsch umstellen, wenn es Deutsch unterstützt werden würde. Das muss ich dazu nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Also, nur weil ich jetzt sage, ich finde Deutsch-Patch nicht cool, heißt es nicht, dass der Deutsch-Patch nicht cool ist, wenn für dich Deutsch einfacher ist. Also, dann kann für dich natürlich der Deutsch-Patch durchaus sehr sinnvoll sein. Nee. So. Wir sind kurz vorm Burn. Kurzen Moment noch. Dann geht's los in Richtung Moon. Unsere Touristen sind auch schon ganz aufgekratzt. So.
Und wir geben Gas mit unserer kleinen Rakete. Na gut, wenn der Mord noch nicht fertig ist unter 1,3, dann gibt es ihn noch nicht. Aber ich denke mal, der wird auch wieder geupdatet werden, so wie alle anderen Mods auch. Also das auch schon mal, ne, wenn ihr modden wollt, für alle, die noch nicht so viel Erfahrung mit KSP haben, dann stellt euch mal darauf ein, dass gemoddete Versionen auch nach Updates potenziell erstmal eine Weile nicht funktionieren. Deshalb ist das hier zum Beispiel auch noch eine 1.2.2. Ich muss mir jetzt irgendwann mal die Zeit nehmen. Ich glaube, langsam kann ich upgraden. Aber ja, es gibt da immer wieder auch mal ein bisschen Probleme bei größeren Versionsupdates, dass das dann nicht so gut funktioniert mit den Mods, dass die geupdatet werden. Jawohl. Gut. Damit haben wir unsere dritte Rakete heute in Richtung Moon geschossen. Das wird auf jeden Fall ein großes Fest des Umsatzes. Wir machen heute viel Kohle. Das ist gut. Und dann bin ich mal ganz zuversichtlich. Wir haben jetzt noch knappe Stunde 20 übrig vom Stream. Na, jetzt bleibt mal hier mit deinem Manöver. Jetzt probieren wir das mal noch so exakt wie möglich. Am Ende des Tages geht es nur darum, dass wir unter die 100 Kilometer kommen im Flyby. Das war tatsächlich dann schon ein bisschen vieles Guten. Müssen wir in die Richtung oder müssen wir in die Richtung? Das ist jetzt die große Frage. Je schneller ich fliege, ich muss eigentlich... Ah, ich ziehe den gleich mit einer Mid-Course-Correction ein bisschen nach links raus. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Jetzt wird es eine Mondlandung und zwar eine sehr unsanfte. So. Wir gehen jetzt mal auf den ersten aus unserem kleinen Rennen zum Moon. So. Und werden dann mit dem jetzt mal den Transfer ein bisschen durchbeschleunigen. Also hier seht ihr jetzt die kleine Karawane rüberfliegen. Einer nach dem anderen. Oh, wobei man sagen muss, die holen alle ganz gut auf, ne? Mal gucken, ob ich wirklich mit dem überhaupt der Erste bin. Meine Güte, die Touris machen aber auch Druck. Okay, jetzt muss ich mal die Touristen ihre Kurs-Correction machen lassen, weil sonst sind wir zu nah dran. Dann wird das zu aufwendig. Was die Vollgas geben. So. Gut. Also, was wir jetzt machen, ist hier einfach eine ganz kleine Manöveranpassung in den Outer-Bereich. Müsste es eigentlich tun? Tut es nicht. Guckt, und hier seht ihr jetzt, wie diese 8 gerade entsteht oben am Moon. Aber ich bin noch nicht aus dem Gröbsten raus. Jetzt bin ich aus dem Gröbsten raus. Okay, ich werde die mal so auf 20 Kilometer hochziehen. Und jetzt kann man sehr gut diese Free Return Trajectory sehen, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe. Jetzt sieht man das ziemlich gut. Also, wir kommen hier quasi reingeflogen, fliegen um den Moon in einem Gravity Assist. Also es ist auch ein Gravity Assist. Wir nutzen die Gravitation des Mondes aus, um uns abzubremsen in dem Falle aber. Und werden dadurch wieder zurückgeschleudert in Richtung Kerbin. Und das ist jetzt die zweite Form von Gravity Assist, die es gibt. Die nutzt man dann für Free Return Trajectories zum Beispiel. Ihr seht hier den Mond, der läuft ja in dieser Richtung, ne? Ich meine, die meisten von euch kennen das schon, aber jetzt nochmal für Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben oder noch nicht kennen. Wenn der Mond in diese Richtung fliegt und ihr kommt von hier geflogen, dann könnt ihr, wenn ihr vor ihm entlang fliegt, macht ihr einen negativen Gravity Assist. Und weil er euch in seine Flugbahn reinzieht, also entgegen seiner Rotation. Und wenn ihr hinter ihm lang fliegt, weil ihr da lang raus wollt, dann zieht ihr euch auf seiner Umlaufbahn mit und beschleunigt euch. Und das ist dann dieser Slingshot Gravity Assist, mit dem ihr euch hinausschleudert ins Weltall. Da kann man sehr viel Sprit mitsparen mit solchen Aktionen. Am Moon so lala, aber wenn ihr sowas natürlich mit großen Himmelskörpern macht, wie zum Beispiel Jol oder so, da gibt's einiges, was man dann sparen kann. So, jetzt mache ich mal etwas verspätet mein Manöver. Das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, weil es A, größer ist. Wir hatten einen ziemlich direkten Impact auf den Moon. Und B, weil wir einfach auch echt fies nah dran sind. Also ich habe ein bisschen spät den Zeitraffer rausgenommen. Aber es ist alles noch im grünen Bereich. So, und jetzt haben wir hier eine schöne Free Return. Können uns da, jetzt gucken wir mal, 51 Minuten hier. So, wie lange haben wir hier?
Was? Von einem gehört, dass die irgendwie ein Kartenspiel draus machen wollen. Hey, count me in. Wenn es ein Kerbel-Kartenspiel gibt, dann lade ich euch bald alle zum Skat-Spielen ein oder so. Bin ich auf jeden Fall mit dabei dann. So. Wir haben irgendwas 50 plus Minuten. Der hat noch eine Stunde zwei. Ja, verrückt. Ich glaube tatsächlich, dass die Touristen als erstes da sein werden. Die überholen jetzt alle. Das ist total abgefahren. Der hat eine Stunde zwei. Die Touristen hatten 57 Minuten. Jeb sticht alles. Außer Valentina. Valentina ist auch Badass. Die sind ein Putt. Ja, okay. Ich switch mal zu den Touris. Wir können jetzt uns eine Aufholjagd angucken. Die Touris werden als Erste ankommen. Die überholen jetzt alle. Sie haben einfach den schnelleren Kurs gewählt. Pass auf. Jetzt hier. Die Letzten werden in diesem Falle die Ersten sein. Guckt euch das an. Wie sie auf den letzten Metern das Feld von hinten aufrollen. Und einfach stumpf alle überholen. Unseren Rover überholen, unsere Crew überholen. Da kommen jetzt so die zwei Touris vorbei. Hallo. Wir haben bezahlt. Wir haben ein besseres Triebwerk bekommen als ihr, weil wir bezahlt haben. Ja. Und wir haben sogar Essen gekriegt. Für 5 Tage. Na gut, aber seid auch nur ein paar Tage unterwegs. Ja, herzlich willkommen im Moon Flyby, während hier Freund Rover und Company sich immer noch langweilen. Unglaublich, diese verrückten Touristen. Diese verrückten Touristen. Das ist halt die Erfahrung natürlich auch, ne? Ihr Pilot war natürlich auch schon so oft am Mond, der weiß halt einfach, was er da tut. Nein, also es sind halt auch einfach unterschiedliche Anflugvektoren. Daran liegt es dann natürlich, dass sie jetzt so schnell waren. Aber wir können das natürlich auch gut dem Piloten in die Tasche schieben. Und jetzt ist es auch so, dass wir am Moon quasi ankommen und sich die Kurse auch aufteilen. Also das sieht man jetzt gleich. Guck mal, hier sieht man das jetzt sehr schön. Wir kommen jetzt mit dem Mining Rover rein und fliegen so rum in Orbit, weil wir dann uns ja reinschwenken wollen. Und kreuzen uns orbitmäßig mit der Tourist, die auf der anderen Seite lang geflogen kommt. Die hier übrigens ziemlich fies flach aussieht, aber alles gut. So, wir haben jetzt hier Stunde 33. Wir gucken jetzt mal, wie sich die ganzen Flüge so entwickeln. Ich glaube, das sieht aber ganz gut aus. Also hier kommen. Oh, ich bin mir gar nicht sicher, wer da zuerst ankommt. Ich glaube, die kommen fast zeitgleich. Das ist natürlich jetzt doof. Das war genau das, was ich nicht wollte. Aber so ist es halt. Und schönen guten Abend auch an den Hörnerice. Willkommen. Viel Spaß beim Zugucken. So, ich glaube aber fast, dass die Crew ein bisschen eher da sein wird. Zum Bremsen. Sieht zumindest fast so aus, ja. So, die Tourist. Oh, ich hoffe, das hat er jetzt gewertet, obwohl ich nicht mit dabei war. Tut. Altitude below. Natürlich nicht. Dann müssen wir jetzt mal bremsen, glaube ich. Ja, müssen wir. Hilft ja alles nichts. Wir wollen die Mission ja erledigen. So, und genug Delta V haben wir. Ist doch das richtige Gefährt, oder? Ja. Sehr schön. Also, wir bremsen uns jetzt mal kurz ein und Junior Ciao. Willkommen bei den Kurbonauten. Danke für dein Follow. Und wir müssen jetzt hier mal unseren Orbit ein bisschen korrigieren. So. 48 reicht uns. Schade, dass er das nicht gewertet hat. Sehr, sehr schade. Aber wir haben genug Treibstoff, um die Korrektur zu fliegen, damit wir das trotzdem noch hinbekommen. Von daher, alles super. Alles
Richtig. Super. So. Ja, ich mach den jetzt schon. Das ist egal. Ja, und dann müssen wir ihn einmal halt abfangen jetzt, wenn er unter 100 Kilometer am Moon dran ist, damit wir das Häkchen noch kriegen. Das hat er einfach nicht gewertet, weil wir die Wessel nicht aktiv hatten. Das ist nicht schön, aber es ist halt so. Und jetzt gucken wir mal, dass wir so lange uns damit beschäftigen, hier unsere Crews abzufangen und unseren Rover abzufangen, dass die sauber in Orbit eintreten. Und dann lassen wir die noch einen kurzen Moment rotieren, bis unsere Basis sich entschieden hat, mal im Sonnenlicht aufzutauchen. Das dürfte, wie gesagt, also es ist echt nicht mehr lange hin, wenn ihr guckt hier. Es dürfte eigentlich fast schon sowas ähnliches wie Sonnenaufgang auf der Basis zu sehen sein. Können wir gleich mal nachgucken. Und sobald wir Licht haben, beginnen dann die ganzen Landesequenzen. So, wir machen jetzt einfach erstmal nur einen ganz stumpfen, einfachen Orbit draus. So. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig kalkuliert, dass wir zuerst da sein werden. Aber ich glaube, ja. Und der Rover wird wahrscheinlich ein paar Minuten nach uns folgen. Das passt aber ganz gut, dass wir da auch bremsen können noch. Es geht ja jetzt erstmal nur darum, den Orbit zu erreichen und noch nicht zwingend darum zu landen. So. Wie ihr seht, ist auch der Orbit um den Moon mittlerweile schon so ein bisschen vollgemüllt. Also ich habe hier schon so ein paar Sachen am Fliegen. Ressourcenscanner, Scansatz, noch ein Scansatz. Die verschiedenen Generationen, die sich da so angesammelt haben. Gut, der sagt, eine Minute zum Bremsen. Dann sollten wir das jetzt langsam mal machen. Liegt jetzt natürlich daran, dass wir momentan ein sehr kleines Triebwerk haben, auf dem wir fliegen. Wobei eine Thrust Weight Ratio von 3, schon nicht schlecht ist. Also für die Landung passt das auf jeden Fall. So, wir haben jetzt auch einen Orbit gleich erreicht. Da ist er. Und jetzt bremsen wir den noch kurz runter. Und das sieht auch echt gut aus. Also trotz der Bremsung jetzt, die frisst noch knapp 200 raus, haben wir dann irgendwie 1700 übrig. Davon werden wir 600 bla ungefähr verbrauchen für die Landung. Und ja, dann haben wir noch genug im Tank, um nochmal zu starten und zumindest in den Orbit zu kommen. Und da müssen wir uns dann halt abholen lassen. Aber das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte. Und wahrscheinlich werden sogar ein paar mehr Delta, wie wir bauen ja noch was ab. Das heißt, Rettungsgefährt für 4 Leute steht dann auch bereit, sobald das Teil gelandet ist. So, jetzt gucken wir einmal. Orbit erreicht, würde ich mal sagen. Das ist gut genug. So, und dann switchen wir ganz schnell rüber auf den Mining Rover und schauen mal, wie wir das hinbekommen. So. Das sollte aber so ziemlich der gleiche Schnack in Grün sein. Bisschen brennen und ja, wahrscheinlich wird das jetzt, ups, das war ein bisschen viel gebrannt. Das wird jetzt wahrscheinlich relativ exakt, ein bisschen mehr sogar, ein bisschen mehr unsere momentane Stufe killen. Also wir haben jetzt momentan noch 236 Delta V in der jetzigen Stufe drin, 259 brauchen wir. Das heißt, wir werden hier die Transferstufe jetzt noch nutzen, um uns reinzubremsen. Dann kommt nochmal eine Stufe mit viel zu viel Delta V, fragt mich nicht. Die können wir dann sogar noch nutzen, um die Landung anzufangen. Also wir brennen mit der ein bisschen in Orbit ein, aber da sind noch hunderte und aberhunderte Delta V drin. Und dann können wir wahrscheinlich mit relativ wenig Sprit aus dem Rover seine Landung durchführen. Ich bin mal ganz zuversichtlich, dass das mit der Rover-Landung heute auf jeden Fall noch funktioniert. Also wir werden als nächstes, sobald wir hier die Orbits haben und Tageslicht an der Basis ist, werden wir als erstes die... wartet mal, das Ding macht mich fertig mit seinem Gedreher. Werden wir als erstes die Verarbeitungsanlage, also die Raffinerie, landen. Dann kommt der Rover. Da bin ich ziemlich zuversichtlich, das heute noch im Stream zu schaffen.
Und ich bin mal vorsichtig zuversichtlich, dass das mit der Crew noch klappt. Da würde ich aber im Moment kein Bein drauf verwetten und auch keinen Arm, weil ich nicht weiß, was potenziell bei der Raffinerie oder dem Rover schiefgehen könnte. Wenn da natürlich irgendwelche dummen Fehler passieren, könnte das bedeuten, dass das dann bedeutet, die Crewlandung findet heute nicht statt. Aber beim Rover ziemlich sicher. Ziemlich, ziemlich sicher. So, und wir haben ja noch eine gute Stunde Zeit für den Stream. Bisschen mehr sogar. Kriegen wir alles hin. Wie gesagt, ich muss auch sagen, es ist jetzt vom Gefühl merke ich, ich werde jetzt gerade kribbelig, weil ich normalerweise jetzt langsam ans Streamende komme. Ich bin relativ gut geeicht auf diese 2 Stunden mittlerweile. Ich finde es aber echt super, jetzt zu wissen, dass ich noch eine Stunde Zeit habe. Weil irgendwie ist man gefühlt nach 2 Stunden auch erst so richtig drin. Das ist gut. Das ist gut, dass man dann noch Zeit hat. Macht Spaß, 3 Stunden hier mit euch rumzuturnen. Auch wenn ich mir überlegen muss, wie ich das in Zukunft mache, mein Kaffee geht langsam alle. Oder ist alle, oder? Ja, ein kleiner Schlürf noch. So. Die Stage ist durch. Wir gehen rüber auf die nächste Stage. Das war jetzt einmal ein Leerstaging für das Fairing. Das ist schon offen gewesen. Und Feuer frei. So, in der Stage sind jetzt nochmal 1400 Delta V drin. Das ist natürlich deutlich mehr, als wir noch brauchen. Wir brauchen jetzt noch 3,7 für letzte Korrekturen. So, das ist auch exakt genug. So. Was heißt denn da selber eingebrockt? Nein, ich finde das wirklich gut. Also, ich hatte da hin und her überlegt, ob das eine gute Entscheidung ist und habe es halt gemacht, weil ich auch gedacht, also nicht nur für euch, sondern auch für mich gedacht habe, so, oh, KSP ist halt ein Spiel, das braucht seine Zeit. Und ja, war eine gute Entscheidung. Also, ich finde das, empfinde, ich persönlich empfinde es nicht als eingebrockt. Sagen wir es mal so. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht. Das ist natürlich hinten am Kraterrand scheint auch schon Licht zu sein. Vielleicht haben wir auch schon. Jetzt bin ich im Mond. Ab zum Reaktor. Mal gucken. Wenn da jetzt schon ausreichend Licht ist, dass man den Boden erkennen kann, dann können wir die ganzen Landeeinheiten dort runterbringen. Und ach ja, meine Frau würde mich bestimmt mit Nachschub versorgen, wenn sie da wäre, aber die ist unterwegs. Ah, noch ist es nicht so weit. Da hinten sieht es schon ein bisschen schicker aus, oder? Das, ach so, weil es Lampen hat. Na gut. Ist schon irgendwie. Ist es noch überhaupt nichts mit Licht, ne? Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ach, guck mal, wie viel Strom da noch drin ist. Der hat echt fast nichts verbraucht, ne? Komisch. Na gut, war nicht aktiv. So. Ach so, das ist auf dem Schiff bin ich gerade nicht. Reaktor, genau, der hatte 4500 Material Kits mit und der hatte auch nochmal 4500 mit. Das sieht dann gut aus, dass wir das alles versorgen können. Ja. Ich freue mich drauf, wenn jetzt, also wir hatten ja bisher die ganzen Bauteile noch nicht alle mal bei Tag draußen stehen, wenn das jetzt losgeht. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mal gucken, dass wir hier auf den Teilen bleiben und ein bisschen den Zeitraffer anschmeißen. Eigentlich müsste es hier jeden Moment hell werden. Ah, die Sonne kommt raus, Freunde. Die Sonne ist da. Sehr schön. Jo. Ah, nee. Wenn ich mir einen Kaffee hole, das dauert ein bisschen. Ich muss dann erst den Kaffee mahlen und Wasserkocher und bla. Alles gut. Alles gut. Ich komme auch mal eine Stunde ohne einen Kaffee aus. Hauptsache, ich habe zum Start eine Tasse. Gut, jetzt müssen wir hier nochmal den ganzen Kram durchsortieren. Space Station. Bravo, MPU. MPU könnte eine Materials Processing Unit sein, wenn ich mich recht entsinne. Wenn ich das also nicht verpankt habe mit der Benamung, ist das hier unser, wie nennt man das, unser Prozessor, unser Verarbeitungsgerät, mit dem wir da arbeiten können. Jawohl, das ist er. Sehr schön. Das ist er. Sehr gut. Dem geht's auch noch gut. Achso, ich wollte gerade sagen, Delta V Current 546. Warum hatten wir nur 546 Delta V? Aber
Stelle fest, er hat 936. Das ist deutlich besser. Denn 546 hätte nicht gereicht, um auf dem Mond zu landen. Also es reicht natürlich, um auf dem Mond zu landen, aber nicht, um da in einem Stück zu landen. Gut, dann machen wir hier mal... Ich will eigentlich schon relativ steil runterkommen. Das hatte sich bewährt. Zack. So sind 333. Dann habe ich nochmal 600 Pferdestärken im Tank. Man muss das wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen anpassen. Ich probiere jetzt mal. Also 336. Dann habe ich exakt 600 Pferdestärken noch im Tank. Die sollten eigentlich reichen, um eine Bremsung zu machen. So, und wahrscheinlich muss ich das Ding eher hier so hin verschieben. So, viel Korrektur habe ich damit dann natürlich nicht mehr offen. Also viel Treibstoffbudget, um einen besonderen Feinanflug zu machen. Wenn das jetzt irgendwie nicht gut klappt mit der Processing Unit, muss ich mir mal was überlegen. Vielleicht muss ich dann refuelen oder so. Kann ich ja mit dem Rover hinfahren, ein bisschen Treibstoff reinpumpen von dem, was übrig ist. Weil der Rover wird wahrscheinlich viel Treibstoff übrig haben. Wenn ich das so sehe. Gut, dann müssen wir jetzt einmal Zeitraffern, um zum Manöver zu kommen. Während der andere Kram noch fröhlich vor sich hin rotiert. Hat auch den Vorteil, dass in der Zeit sich die Mond noch ein bisschen weiter dreht, um uns ein bisschen besseren Winkel noch von der Sonneneinstrahlung zu geben. Weil so eine ganz flache Sonneneinstrahlung ist auch fast genauso schlimm wie Dunkelheit. Weil man einfach ganz schlecht abschätzen kann, was da so passiert. So, jetzt muss ich gleich das Manöver nochmal ein bisschen schieben. Hat sich doch deutlich mehr gedreht als gedacht. So. Gut. Aber alles in allem sieht's gut aus. Dann nochmal schauen, dass wir hier... Zack. Und ein bisschen runter... Ja, das sollte uns ganz guten Überflug geben. So, das kann auch schon mal in Richtung Manöver sich drehen. Triebwerk ist an, das sieht gut aus. Wir machen jetzt erstmal einen Burn, der wird diese Stage auch noch am Leben erhalten. Sehr gut, das sieht gut aus. Jo. Und wir starten damit jetzt dann auch quasi in die letzte Stunde des Streams. Fließender Übergang. Das ist okay, das ist auch alles eingestellt. Ist auch offen. Gut. Wie lange brauchen wir für den Burn? 55 Sekunden. Alles klar. Dann können wir noch ein bisschen ranwarpen. Und da taucht auch ganz majestätisch Kerbin auf. Und wir wohnen hier quasi, glaube ich, in diesem Krater müsste das sein. Steht die Base rum. Irgendwo. Sehen können wir es leider noch nicht. Ich setze uns jetzt aber gleich mal den Reaktor als Target. Also noch ist er ein bisschen weit weg wahrscheinlich. Aber das wird schon noch. Was haben wir eigentlich für eine Höhe? 100 Kilometer. Ach du Heilige. Gut, dann nochmal prüfen, ob unser Manöver noch relativ gut passt. Das passt tatsächlich noch relativ gut. Wir brauchen bis da unten 8 Minuten. Da können wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Abstand lassen, oder? Ja. Schauen wir mal. Wird schon irgendwie klappen. Gut, wir feuern den Antrieb. So. Sieht alles gar nicht falsch aus. Wie gesagt, jetzt nehmen wir erstmal horizontale Geschwindigkeit raus, um unseren hoffentlich kontrollierten Absturz einzuleiten. Ein bisschen drüber gezogen habe ich deswegen, weil natürlich der Moon sich weiter drehen wird und es auch einfacher ist, nochmal gegen die Flugrichtung zu bremsen, als jetzt irgendwie
dahinter hochzukommen und dann nochmal Gas zu geben und alles, weil so kann man das schön in den Bremsvorgang mit einbauen. Mal gucken, wie exakt wir es schaffen, weil, wie gesagt, besonders viel Spielraum habe ich diesmal nicht. Ich werde wahrscheinlich, also ich kann ein bisschen Korrekturen im Anflug machen. Ich werde wahrscheinlich aber dann mit der Stelle, auf der ich lande, erstmal leben müssen. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. So. Habe ich das jetzt als Target? Ne, doch, habe ich. Aber ich sehe es gar nicht. Und der Maverick ist jetzt auch ein Kommunaut. Vielen lieben Dank. Okay, da unten sieht man jetzt die Basis. Das da ist ein Trümmerteil, das darf man nicht dafür verwechseln. Und wir sind jetzt noch 80 Kilometer von der Basis entfernt. Und ich habe so das Gefühl, ich muss gleich mal ein bisschen... Also ihr seht das hier auch, wir haben Suicide Burn von 527 Delta V. Wir haben 599 Delta V. Das heißt, ich muss schon ziemlich nah am Suicide Burn dann wahrscheinlich arbeiten. Und wir kommen jetzt relativ... exakt im Moment rein. Sieht so schlecht nicht aus. Also ich werde wahrscheinlich nicht ganz am Suicide Burn arbeiten, weil ich nicht völlig wahnsinnig bin. So, wir können die hier schon mal ausfahren. Dann kann ich mich einfach stumpf durchstagen und muss mich nicht noch darum kümmern, die Beine auszufahren. So. Und ich hoffe und bete. Danke für das Follow. Lopez Gamer Player. Lopez Game Player. Willkommen bei den Kommunauten. So. Wir haben noch 38 Kilometer Höhe bis zum Suicide Burn. Es sieht tatsächlich sehr gut aus. Also wenn ich hier auf dem Navbar so sehe, wie unser Ziel ausgerichtet ist, wie wir ausgerichtet sind, könnte ich mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall... nur wenige Kilometer oder vielleicht sogar unter einem Kilometer landen. Ich kann es aber nicht genau sagen. Weil dafür ist das hier einfach zu ungenau. Hauptsache, wir fallen nicht hinten in den Krater rein. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Das wäre ein bisschen unangenehm, wenn das passiert. Weil wir haben relativ nah an so einem kleinen Krater, im großen Krater, unsere Basis aufgebaut. Und das wäre scheiße, wenn wir da reinfallen. So, 488 Delta V brauchen wir noch für den Suicide Burn. Was ist denn, wenn ich so tue? Aber eigentlich hält uns echt nichts auf, oder? Außer eine ganz leichte seitliche Abweichung. Die finde ich aber persönlich gar nicht so fürchterlich schlimm. So, kurz so ein bisschen... mal Schwung rauszunehmen, zum einen um uns ein bisschen Zeit zu erkaufen und zum anderen um einfach sicherzustellen, dass wir dadurch, ich erhalte den seitlichen Drift im Moment dabei, bei dem Manöver, dass wir wirklich über den Kraterrand rüberkommen, weil ich lande lieber auf der Seite von der Basis und refuele dann nochmal und gebe da ein bisschen mehr Puffer rein, weil wir werden diese Richtung Geschwindigkeit nochmal abbauen, wenn ich gleich den Suicide Burn mache. Ich werde den Suicide Burn aber wahrscheinlich mit 1000 Meter Puffer starten. Einfach damit er nicht zu suicidig wird. Und ja, ich weiß, dass ich noch eine Stufe habe. Das ist mir bewusst. Aber ich muss den Suicide Burn über zwei Stufen durchbrennen. Weil ich nicht mehr in dieser Stufe genug habe, aber die andere Stufe alleine auch zu wenig hat. Das ist so quasi das Schlechteste aus allen Welten. Oh shit, ich glaube, ich muss wirklich auch nochmal... Ah, das wird jetzt richtig knapp. Nochmal ein bisschen Gas geben. Okay, ich hoffe, dass das ausreicht, um uns drüber driften zu lassen. So, und jetzt kommt gleich Suicide Burn mit Staging mit dabei. Ich hoffe, dass das so hinhaut. Komm schon.
Oh nein, das ist nicht gut. Das ist tatsächlich gar nicht gut. Ich verliere auch gerade komplett die Kontrolle. Was ist denn hier los? Warum dreht ihr denn so blöde? Irgendwas stimmt überhaupt nicht. Ich habe... Warum ist meine Kontrolle komplett weg? Irgendwas ist richtig mies. Ich weiß es nicht. Ich befürchte einfach, dass meine... Ja, shit. Der Skycrane hat nicht funktioniert. Der Skycrane hat statt seinen Schub auf die nach unten zu bringen, hat er den Schub auf die Fabrik übertragen, die erhitzt. Und dadurch habe ich auch keine Kontrolle gekriegt, weil ich shit, ja, das war ärgerlich. Irgendwas war da zu breit. Das muss ich mir gleich nochmal in der Konstruktionsansicht gönnen. Aber ja. Das ist eine Fehlkonstruktion gewesen, tatsächlich. Lasst uns mal ganz kurz im Space Center nachgucken, wie die MPU gebaut war. Ich glaube, das waren die Hitzetauscher außen dran, die zu breit geworden sind. Also wir müssen mit den Hitzetauschern was anderes machen. Ist jetzt kein Weltuntergang. Ich glaube, an sich hätte es funktioniert, aber das mit den Hitzetauschern war nicht gut. Das hat nicht gut funktioniert. So, wir werden den Rover dann aber trotzdem anlanden, weil ich habe Essensvorräte erstmal da. Das heißt, wir können das Personal anlanden. Ich muss jetzt nur erstmal gucken, kurz, wie wir das mit der Material-Processing Unit machen. Wo ist sie? MPU, da. So, ja. Die Dinger hier waren das Problem, glaube ich. Oh, und die Solarpanels sind auch ganz ungünstig angebracht. Okay, wieder was gelernt. Also, das da, schlechte Idee. Das da, warte mal. Das da wahrscheinlich auch keine wirklich gute Idee. Weil da, wo die kleinen Lücken sind, kommen die Triebwerke raus. Da kann man ein Solarpanel hinbauen. Muss man aber nicht. So. Und ganz ehrlich, dann machen wir das doch ein bisschen anders. Wir brauchen Kühlung. Also ich meine, das steht ja gar nicht zur Debatte. Wir müssen gucken, dass wir... Warum sind eigentlich die Dinger falsch eingestellt? Das ist noch viel schlimmer. Wir müssen... Muss ich mir gleich nochmal angucken. Warte mal, Fertilizer gibt's um. Ja, oder? Ja, muss ich mir nochmal angucken, wie das einstellt. Nee, ich hatte überlegt, die Kühlung tatsächlich einfach über so ein Thermal-Control-System hier unten zu machen. Ich wollte jetzt nur einmal gucken. Ja, ein bisschen mehr Delta-V-Reserve wahrscheinlich auch nicht falsch, aber ich glaube, ich habe irgendwie Bullshit zusammengeflogen mit dem Ding. Wo kommt... Manufacturing müsste das sein, oder? Ja. Und das ist die 2,5 Meter. Müsste die 2,5 Meter sein. Die braucht 100 Kilowatt Cooling. So. Das kleine Ding hat 50 Kilowatt. Das mittlere Ding hat 250. Vorschlag ist einfach, wir bauen erstmal hier und hier so Cooling-Dinger an. Die können wir dann später einfach noch, wo auch immer wir sie brauchen, umbauen. Aber dann haben wir 50 und 50 sind 100 und das Ding braucht 100. Fertig. So. Gut. Das müssen wir also leider nochmal starten. Aber man hat ja daraus gelernt. Was können wir da verbessern? Wahrscheinlich könnten wir da verbessern, dass wir ihm am Start ein wenig mehr Sprit mitgeben. Dass wir hinten raus mehr Sprit haben. So. Es gibt uns Atmospheric eine 1, 3... 619 insgesamt. Ja, ist dann ein bisschen teurer, aber am Ende des Tages besser für uns, weil es uns ein bisschen mehr Reserve gibt. Und die Kiste würde ich jetzt einfach schnell mal in den Transferorbit schicken und dann landen wir den Rover an. Weil wir brauchen das Teil, ja?
ob es uns gefällt oder nicht. So, eine Antenne war dran, oder? Wo habe ich denn die Antenne gehabt mit dem Ding? Da oben war eine Transferantenne. Ach, da war die. Da war die echte, alles klar. Gut, neuer Versuch. Ah, Viertelmille. Das Ding wird ja dann auch was bringen, nämlich Sachen bauen. Produzieren. Jetzt bin ich gerade auf meine eigene leere Tasse, Kaffeetasse reingefallen. So, also nochmal neuer Start, neues Glück. Wir ziehen die Material Processing Unit nochmal rüber. Und man darf ja nicht vergessen, jetzt haben wir eine Viertelmillion versaut, aber auf der anderen Seite kriegen wir auch irgendwie 200.000 von dem Touristenvertrag. Und von der Viertelmillion kriegen wir natürlich auch mit ziemlicher Sicherheit 100.000 zurück. Durch Massive Scale Launches. So, einmal alles an. Feuerfrei. Wir fliegen schnell mal los. Schnell mal eben in den Orbit und rüber zum Moon. Das haben wir heute erst ein paar Mal gemacht. Und dann landen wir den Rover an. Ich hoffe mal, dass das mit der Roverlandung ein bisschen geschmeidiger funktioniert als mit der Materials Processing Unit. Aber man lernt nie aus. So. Booster sind raus. Wir sind noch nicht besonders schnell, aber immerhin haben wir eine positive Thrust Rate. Das ist schon mal viel wert. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis sich das wieder gerade zieht, weil wir einfach ein bisschen mehr Treibstoff haben. Also ein bisschen mehr Gewicht durch den Treibstoff haben. Dadurch entwickelt sich unsere Thrust Rate Ratio jetzt erst mit der Zeit. Schöne kleine Explosion da unten erzeugt. Unsere Booster neben dem Launchpad wieder aufschlagen. So. Was zur Hölle ist denn da jetzt explodiert? Naja. Irgendwas ist neben uns explodiert. Ich habe keine Ahnung warum. War wahrscheinlich ein Grafikbug. Gut. Langsamer Gravity Turn. Wenigstens das muss man in der Rakete lassen. Fliegen tut sich ganz angenehm. Und jetzt entwickelt sie auch langsam eine Thrust-Weight-Ratio, bei der es Spaß macht, der Beschleunigung zuzusehen. Wir kommen also langsam vorwärts. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass das gut klappt. Wir haben ja den Fehler gefunden. Also ansonsten glaube ich... ich glaube, ganz ehrlich... die Kiste wäre an sich super sauber gelandet. Also auch der Anflug war eigentlich super. Also ich glaube, da hätte ich gar nicht mehr viel machen müssen. Der Suicide Burn hätte perfekt gepasst. Ich hätte vielleicht 200 bis 500 Meter neben der Basis gestanden. Das Problem ist halt einfach, bringt alles nichts, wenn einem der Antrieb um die Ohren fliegt. Nee. Von daher, tja. Ist halt, wie es ist. So. Ich probiere jetzt noch ein bisschen Höhe rauszuschinden, denn wir gehen jetzt gleich auf eine relativ lange Stufe mit relativ wenig Schub. Da brauchen wir einfach ein bisschen Zeit. Das sieht aber ganz gut aus. So, das heißt, wir haben jetzt gleich für unsere Booster Engine Cutoff. Und lösen uns mit der Hauptrakete aus dem ganzen Gedöns. So. Zack, 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 zack. Und jetzt brauchen wir hier schon gar nicht mehr. Jetzt brauchen wir hier schon gar nicht mehr so besonders viel Treibstoff. So, ich glaube, ich lasse ihn mal kurz driften. Wir haben schon eine gewisse Höhe erreicht. Jawohl. Ich lasse hier den Schub. Wir bauen gerade noch nicht so viel Höhe auf. Ich gehe mal zumindest mit dem Schub noch so weit, dass wir die 90 Kilometer Apoapsis haben. Das gibt uns dann ein bisschen Zeit. Dann kann ich in der Zeit das Fairing Deployment und so machen. Aber sieht alles gut aus. Und erstmal aus. Zack. Deploy vom Fairing. Da haben wir unsere Ruhe. Dann kommt einmal die Antenne hoch, damit wir ordentliche Reichweite haben. Und unsere beiden sehr speziellen Solarpanels. Warum zur Hölle sind die Dinger ausgefahren? Achso, die waren auf Automated. Autschi. Ihr sollt nicht irgendwie automatisch irgendwelche Dinge tun. Gut, das erklärt auch, wo die Explosion herkam. Da können wir nochmal froh sein. Wahrscheinlich haben die sich einfach mittendrin ausgefahren.
Da können wir noch mal froh sein, dass das nicht irgendwas komplett zerrissen hat. Sieht alles noch ganz aus. Alles gut. Schwein gehabt. Klassischer Fall von Schwein gehabt. Gut, jetzt ziehen wir uns hier mal kurz in Orbit hoch, damit wir auch unsere Zahlung bekommen. Schwuppdiwupp. Und Feuer frei. So. So müsste das ganz gut hinhauen. Und wir haben ganz gut Schub noch drauf. Jetzt müssen wir gucken, was. Oh Gott, ich hätte mal vorher gucken sollen. Doch, das ist eine normale Engine und keine Pudel oder sowas. Und wir haben eine 097er Thrust Weight. Das sieht auch gut aus, dass man damit arbeiten kann. Also wir kriegen jetzt relativ schnell einen Orbit hin. Ja, aber das erklärt zumindest diese spontane Explosion, weil ich habe mich schon echt gewundert, was das war. Waren das nicht so Dinger, die du zum Kühlen brauchen wolltest? Ja, aber die sind schon da. Also, die Teile haben überlebt. Die haben, ich weiß nicht, was da explodiert ist. Vielleicht irgendwas vom Fairing oder so. Ich weiß es nicht, aber die Radiatorenteile sind da und haben auch überlebt und alles ist gut. Und die Kühlung brauche ich erst, wenn ich anfange zu produzieren. Also jetzt so im Normalzustand, sage ich mal, verursacht das Ding noch keine Hitze, weil es einfach nicht arbeitet. So. Gut. Vielen Dank fürs Follow an den Tiffins. Willkommen bei den Kommonauten und ja, es ist ja diesmal quasi doppelte Übererfüllung von allem und so. Und ja, richtig, richtig heftig unterwegs heute. So, ich guck mal, ob ich hier irgendwie meine Apoapsis nochmal davon überzeugen kann, zurückzukommen oder ob wir über den toten Punkt schon rüber sind. Ich glaube, wir sind schon echt drüber. Das schaffe ich nicht mehr. Ah, doch. Mit Gewalt kriege ich es noch hin. Aber muss ich eigentlich gar nicht. Eigentlich muss ich es nicht. Ich kann auch einfach in die Richtung fliegen. Zack. Sehr schön. Apoapsis. Und Orbit geschafft. Und das heißt für uns nochmal 40.000 für die Massive Scale Launches geschafft. Sehr gut. Und Moises hat sich auch noch für ein Follow entschieden. Von daher alles super. Wir sind jetzt echt gleich im Lot, ne? 20 von 10 Followern. Wie gesagt, ihr könnt dann jetzt aufhören und lieber euer Portemonnaie knüpfen und für die gute Sache knüpfen. Genau, euer Portemonnaie zücken und für die gute Sache spenden. Gerne über Streamlabs oder über ein Bitsharing. Alle Spenden aus dem heutigen Stream gehen an eine gute Freundin, die ein Auslandsjahr in Ecuador macht, um dort mit behinderten Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und da sowas Geld kostet, habt ihr sicherlich schon mal von gehört, dass man nicht kostenlos nach Ecuador fahren kann. Braucht sie da noch ein bisschen Unterstützung? Und ich habe heute mal gedacht, ich sammle heute mal genau für diesen guten Zweck. Also, wenn ihr noch was dazu schmeißen wollt, tut das gerne. Und ich kann auch gerne einen Link zur Verfügung stellen, wo ihr euch durchlesen könnt, was da eigentlich genau gemacht wird und wie das alles funktioniert. So. Ich mache hier mal meinen Orbit fertig. Ja, so mit dem Anflug. Der sieht gut aus. Und dann sind wir auch direkt schon in einem Zeitfenster, wo wir gleich, nachdem sich die Kiste noch ein bisschen ausgerichtet hat, den Start machen können. Und dann lassen wir die einfach ihren Transfer fliegen und kümmern uns währenddessen um die Roverlandung. Kriegen wir noch hin. Roverlandung läuft. Die darf nicht schief gehen, da sitzt ein Pilot drin. Das wäre echt traurig, wenn dem was passiert. Das darf und soll nicht sein. Soll und darf nicht sein? Darf und soll nicht sein? Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Gut, und ich starte mal das Triebwerk, würde ich sagen, ne? Feuer frei. Und wir sind unterwegs. Sogar so einen kleinen Docking-Stöpsel für den Rover hier dran. Nein, auf keinen Fall ein Rover-Unfall. Der Rover ist A teuer und B Körbelpilot. Körbelpilot. Niemand wird hier umgebracht. Nicht mit Absicht zumindest. So, das wird auf der Stage nicht mehr ganz reichen. Ist aber auch nicht so wild, weil die eigentliche Transfer-Stage ist ja das hier. Und das sieht jetzt mal ganz gut aus. Diesmal haben wir echt relaxte Menge an Fuel eigentlich noch, wenn ich so gucke.
Das müsste diesmal ein bisschen entspannter sein. Also ich denke, wir werden 100 bis 200 Delta V mehr zur Verfügung haben als letztes Mal, wenn wir dann im Orbit sind. Das wird immer noch keine Riesensprünge erlauben, aber es wird zumindest erlauben, dass wir ein bisschen sanfter den Anflug machen können. Und hoffentlich erlaubt es uns auch dafür zu sorgen, dass wir uns nicht abfackeln diesmal. Das einzige Teil, was jetzt noch ein bisschen scheiße platziert ist, sehe ich gerade, ist natürlich das da. Das wäre natürlich mistig, wenn das jetzt nochmal den Schub blockt. Aber eigentlich ist es so weit weg, dass ich hoffe, dass die Körbelphysik da nicht mehr besonders viele Ungereimtheiten draus macht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Nee, ich glaube tatsächlich, in dieser Serie Marveled ist noch niemand gestorben. Zumindest nicht, dass ich mich entsinnen könnte. Wir können aber nachher auch mal einen Ausflug in die... in den Astronaut-Komplex machen. Da kann man ja nachgucken, wer draufgegangen ist. Aber ich glaube, noch keiner bisher. Wir haben bisher die Kolonisierung jetzt schon bis zum Mond vorangetrieben und wir haben erste Schritte in Richtung Minmus gesetzt und wir sind ganz kurz davor, zumindest Vorbereitungen mit Rovern und sowas in Richtung Duna zu schicken. Und es ist, glaube ich, noch niemand gestorben. Das muss man mal sagen. Das ist natürlich auch eine Art von Achievement, ne? So, jetzt mache ich mir hier mal eine Alarmglocke rein, dass hier keine dummen Sachen passieren. Genau, Sphere of Influence Change, sehr schön. Und wir gehen jetzt mal hier rüber und gucken uns an, wo der Rover ist. Da kommt er, oder? Ja. Switch to. Wir haben noch ein bisschen Zeit mit den Touris, die brauchen einen Moment, weil der Orbit sehr elliptisch ist um den Moon. Aber die sollen sich ruhig Zeit lassen. Ich meine, die haben Strom, die haben Essen. Die sind schon glücklich. Ich kann im nächsten Stream das Follower-Ziel mal etwas höher setzen. Ja, ich weiß nicht, ich halte das immer so für so vermessen, so viel da reinzuschreiben. Ich finde 10 schon immer ziemlich viel. Aber ja, könnten wir mal machen. Wie seht ihr das? Soll ich da mal 20 reinschreiben? oder 15? Oder was haltet ihr für besser? Weil ich finde 10 ist schon immer... Also ich freue mich immer, wenn 10 Leute im Stream zusammenkommen. Aber ja, es funktioniert sehr konsequent, dass 10 zusammenkommen. Ich kann aber auch total damit leben, das einfach bei einer 10 zu belassen. So. Lass mich mal schauen. Wir machen hier mal... 50, ja, 50, genau. Super. Ja, man soll ja auch träumen dürfen, ne? 50 plus 7, ihr Wahnsinnigen. Ich kann mir gar nicht dann merken, wie alle heißen. Das geht nicht, das ist zu viel. So. Irgendwie so, hätte ich mal gesagt. Irgendwie grob so. Grob. Hier haben wir ja, wie gesagt, auch... Also wir haben jetzt 2500 Delta V für die Landung. Also ganz ehrlich. Ich kann hier auf rohen Eierschalen runterkommen. Eigentlich ist es sogar so... Entweder habe ich hier irgendwo heimlich Crossfeed angeschaltet. Nee, habe ich nicht. Eigentlich ist es ja sogar so. Dass ich auf der Stage hier, wenn wir mal alle ganz ehrlich sind, komplett landen könnte, ne? Aber richtig komplett. Ich könnte einfach auf dieser Stage. Und ja, unterschiedlich wahrscheinlich mit dem Followern und wer sich was anguckt oder so. Ich kann das ganz schlecht beurteilen, aber da hat wahrscheinlich auch einfach jeder seine eigenen Vorlieben, ob man dann viel erzählt oder eher weniger erzählt oder wie auch immer. Oder man ist mal nicht dabei bei dem Stream oder merkt sich den Kanal nur für, oh, das muss ich mir mal angucken, das sieht ganz witzig aus. Also ich glaube, da gibt es einfach ganz unterschiedliches Userverhalten. So. Gut, ich habe aber so eine allgemeine Resonanz von, ja, 15 könnte man mal einstellen. Ich überdenke das mal. Wie gesagt, ich persönlich bin, ich finde einen Stream mit 10 neuen Followern, finde ich super. Deshalb hatte ich auch 10 eingestellt. Das ist, aus meiner Sicht ist das ein vernünftiges, aber immer noch rasantes Wachstum. Aber halt so, dass es irgendwie im Rahmen bleibt. Aber da es eh immer gesprengt wird. Kann man auch mal 15 reinschreiben, um Himmels Willen. So, jetzt schauen wir mal. Ein bisschen noch.
So, jetzt müssen wir einmal ganz kurz das Manöver korrigieren. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Jawohl, wir fliegen jetzt oben drüber weg. Das mache ich mal mit voller Absicht weiterhin so. So, und dann können wir nämlich in Ruhe bremsen, weil einfach weil wir genug Treibstoff dafür haben. So. Ja, Experimente ist natürlich ein guter Einwand. Aber ich habe nicht viel mitgenommen. So. Genau, nee, experimentieren werde ich nicht, um Himmels Willen. Aber es ist, das meine ich ja auch damit. Also ich habe unglaublich viele Delta V. Das spricht dafür, dass ich... Also ich werde hier keinen Suicide Burn oder sowas hinlegen. Und Conquest, ich vermute mal, das liest man so. Vielen Dank für den Follow. Willkommen bei den Carbonauten. Und ich wollte eher darauf hinaus, dass ich in der Stufe schon so viel Delta V habe, dass ich hier garantiert keinen Suicide Burn hinlegen werde mit dem Rover, sondern ich werde mit dieser Stufe hier den Anflug relativ kontrolliert, relativ sauber langsam runterbringen, damit ich einen guten Treffer habe. Werde dann mich wahrscheinlich auf einen Schwebezustand schon relativ weit über dem Boden stabilisieren, abkoppeln, auf die Rover-Triebwerke umschalten, umschalten auf die andere Orientierung, sodass wir viel Zeit haben, weil wir können uns das leisten. Also wir haben nochmal über 1000 Delta V, 1100 Delta V ungefähr im Rover parat. Und wir haben nochmal gute 900 Delta V, was schon mehr ist, als wir für eine Landung hier bräuchten, in dieser Stage parat. Das heißt, keine Suicides. Wir werden hier nichts riskieren. Dafür ist mir dann der Niklas doch zu wichtig, dass der überlebt. Wir wollen nämlich schließlich unseren Piloten behalten. Und Caesar Paulok, willkommen bei den Kybernauten. Schönen guten Abend. Und viel Spaß beim Zuschauen. Du hast immerhin noch knapp eine halbe Stunde Stream vor dir. Und da hinten kommt Kerbin langsam raus. Kerbin! All cheer for Kerbin. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das passt ganz gut von der Burntime her. Jetzt brennen wir das einmal runter. Ab jetzt ist es wohl kein Orbit mehr. Und werden uns langsam aber sicher hoffentlich dorthin arbeiten. Und Tallinn, ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich habe einen recht guten Plan im Kopf, wie der landen soll. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass das klappt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das in meinem kleinen, lustigen Kopf ausgedacht habe. Aber wie gesagt, insgesamt glaube ich schon, dass das funktionieren dürfte. So, jetzt erstmal erster wichtiger Part. Wir bremsen uns in Richtung der Basis. Da hat sich doch noch mal ein bisschen was getan. So. Ich glaube, so lassen wir es erstmal. Weil jetzt fliege ich ein bisschen drüber. Ich glaube, ich kann noch mal eine leichte Korrektur ansetzen. Wenn ich das so sehe, kann ich hier ein bisschen runter. So, sonst komme ich zu weit oben raus. Das ist aber auch nur minimal. Ich bin sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Also wir machen das alles ganz gemächlich, ganz geschmeidig. Wir kommen diesmal auch aus einer nicht ganz so großen Höhe runter. Wir haben jetzt noch 68 Kilometer bis zu unserem gewünschten Ziel. Das sieht jetzt auch ziemlich gut aus von der Orientierung her. Wir sind ein bisschen drüber. Aber es, wie gesagt, das ist die gute Seite. Gute Seite flacher Boden, schlechte Seite Krater. Und wir haben sehr nah am Krater gebaut. Ich habe keine Ahnung warum. Ich glaube, weil die erste Landung verdammt dunkel war und weil ich ein Vollidiot bin und nicht drauf geachtet habe. Ja, also mal gucken. Müssen wir mal gucken. So. Ja, aber ich glaube, so viel Rotation wird in den 2 Minuten nicht mehr kommen. Also, dass wir drüber schießen, ist auf jeden Fall gegeben. Aber es ist ja ein Rover, ne? Ich habe gehört, man kann mit dem Rover einfach fahren. So, was wir jetzt schon mal machen, ist auf jeden Fall Deploy. Deploy. Auch um alle Bugs hier irgendwie zu umgehen. Deploy. So, jetzt sind sie definitiv deployed und keine Grafikbugs mehr.
Das finde ich schon mal prinzipiell beruhigend. So, und jetzt können wir haben noch 30 Kilometer bis zum Suicide Burn. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran mit Zeitraffer, dass das nicht ganz so lange dauert. So auf ungefähr, weiß nicht, noch 15 Kilometer oder sowas bis zum Suicide Burn. Und dann werden wir mal ein bisschen dagegen arbeiten. Also, dass kein Suicide Burn draus wird. So. Ich hoffe mal, dass das so in der Mitte ungefähr passt. Das sieht gut aus. Also, was ich jetzt mache, ist schlicht und ergreifend Geschwindigkeit rausnehmen. Ne, ihr seht das? Also, ich verändere den Punkt kaum, weil ich mich irgendwie so mittig dazwischen bewege. Aber ich ziehe die Apoapsis runter, sodass wir halt einfach langsamer runterkommen. Damit ich Zeit gewinne für mich, damit zu arbeiten. Das macht es einfach deutlich entspannter. So. Sehr schön. Also wir haben jetzt auch schon nur noch 130 Meter pro Sekunde Surface Speed. Das heißt, wir kommen jetzt deutlich entspannter rein, als das eben noch der Fall war. So, jetzt mache ich erstmal aus, weil wir jetzt fast schon wieder am Steigen sind und sonst zu weit drüber gehen. Also das ist jetzt so ein bisschen das Auspendeln. So, und Fazit, schönen Sonntag dir noch. Danke fürs Zuschauen und guck dir dann gerne den Rest in der Aufzeichnung an. So, und ich überlege jetzt, wann ein guter Zeitpunkt wäre. Ich glaube, ein bisschen arbeite ich mich noch runter mit dem Haupttriebwerk, bevor ich mich hier von verabschiede. Ich glaube, die werde ich auch über die Dinger zünden, einfach um sicher zu gehen, dass mit dem Staging kein Blödsinn passiert. So. Gut. Schauen wir mal, was das Ding hier noch so hergibt. Also, wir haben jetzt noch einen Vertical Speed von 65, 66 und einen Horizontal Speed von 63. Der wird auch langsam weniger. Das heißt, wir haben schon sehr angenehme Geschwindigkeitswerte. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, jetzt mir eigentlich mal kurz einen Schwebezustand zu holen, um das Umkonfigurieren auf die Rover-Flugvariante zu machen. Weil wir haben jetzt noch 15 Kilometer zum Boden. Dann habe ich Zeit. Versteht ihr, was ich meine? Also jetzt schweben wir gerade so ein bisschen. Wir verlieren jetzt oder gewinnen nicht an Höhe. So, jetzt machen wir mal Decouple Node. Zack. Engine ist aus. Activate Engine. Activate Engine. Und Control from here. Das ist zumindest so mein Plan. So. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, ich rotiere dich mal in Flugrichtung. Zap. Oop, 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 oop. Oh Gott, oh Gott, was ist hier los? Warum dreht er so komisch? Warum drehst du so? So. Ich habe da irgendwie eine Drehachse mit drin, die mir gar nicht gefällt. Gleich mal gucken. Also ich mache jetzt mal erste kleine Experimente, wie das so aussieht. Warum zur Hölle dreht er so komisch? Na gut, da müssen wir ein bisschen gucken. So. Wir kommen jetzt ein bisschen daneben runter. Das ist auch gut. Ich möchte nämlich nicht direkt drauf fallen. Jetzt muss ich nur noch überlegen, warum mein Rover sich entscheidet. Was passiert, wenn... Fürchterliche Dinge, war klar. Fürchterliche Dinge passieren dann. So. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das good enough ist, dass wir dann mit den Bremsen eigentlich relativ gut runterkommen. 112, 110. Wir haben ein Thrust-Weight-Ratio von 4. Das sieht auch gut aus.
Also eigentlich sieht's gut aus. Eigentlich sieht's gut aus. Ich hatte so ein bisschen wie in der Schräglage Sorgen, aber das müsste sich auch eigentlich negieren, so mit der Zeit, während wir runterkommen. Und ich mache jetzt einen langsamen Descent, so dass unsere Geschwindigkeit langsam abnimmt schon mal. Ich will noch nicht zu schnell bremsen, weil ich will auch nicht zu viel Sprit verbrennen. Diese leichte Schräglage sorgt jetzt natürlich dafür, dass wir irgendwie ein bisschen aufs Lager zukommen, aber so, jetzt nehmen wir mal ein bisschen mehr raus. Meine Güte, ich muss irgendwann dieses Shift-Einlock-Ding mal deaktivieren. So, wir kommen rein, sieht aber alles gut aus. Also ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu langsam werden. Das wäre nämlich auch blöd. Weil der sich sonst ganz beschissen aufschaukelt. Also ich lasse ihn jetzt ein bisschen fallen, aber halt unter Schub, damit wir nicht zu schnell werden. Und dann fange ich ihn kurz vom Boden mit diesen letzten paar Metern pro Sekunde auf. Delta V haben wir auf jeden Fall genug. So, jetzt probiere ich ihn mal ungefähr bei der Geschwindigkeit. Ja, so sieht's gut aus. Jetzt wird es ganz langsam weniger. Das heißt, wir bremsen uns langsam ein. Und wir kommen da, glaube ich, an einer ganz schönen Stelle runter, dass wir nochmal so einen Kilometer fahren müssen oder so, aber nichts Wildes. Das sieht gut aus. Das sieht gut und vielversprechend aus. Es ist auch nicht mehr im Krater und wir sind jetzt schon eigentlich auf einem sehr. Also, wir bewegen uns seitlich. Horizontal Speed ist im 500 mm-Bereich. Also, wir bewegen uns noch wirklich, wirklich nur noch sehr, sehr langsam in irgendeine Richtung. Seitlich. Das heißt, da sind wir gut unterwegs. Und haben jetzt noch eine Höhe von knapp einem Kilometer. Ich glaube, ich kann mal ein bisschen weniger Schub machen. Also, ja, ich habe gesagt, ich mache das safe. Mache ich auch, keine Sorgen. Aber wir haben so viel Abstand zum Boden noch. Weil wir wollen auch irgendwann mal ankommen und nicht den ganzen Sprit damit verbrennen, dass wir auf der Stelle rumtanzen. So, und jetzt nehme ich mal Speed raus. Jetzt haben wir noch 600 und ein bisschen Meter. Es leckt gerade ein bisschen, weil jetzt die ganzen Basen natürlich geladen werden. Oder die Base-Teile. So, 400 Meter. Wir sind auf 10 Meter pro Sekunde runter. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir im richtigen Moment. Ja, genau, dass so eine Scheiße jetzt nicht passiert, dass er sich aufschaukelt. Also, ich habe ihn jetzt mal aus dem Retro-Mode rausgenommen. Und mache das jetzt manuell, ihn hier auf der Stelle zu halten, dass wir nicht zu viel Horizontal Speed aufbauen. So. Gut. Also ich habe eine Trustworthy-Ratio von 4,3 auf dem kleinen Finger liegen quasi. Also ich kann jederzeit einschreiten, wenn mir das hier zu schnell wird. Aber ich habe noch 200 Meter. Die sind mit einer 8 Meter pro Sekunde Absteigerate eigentlich gar nicht schlecht. Oh, die Knöpfe darf ich ja echt nicht benutzen. Die sind gefährlich. Also so richtig doll fliegt er sich nicht, aber er fliegt sich gut genug, dass man ihn, glaube ich, landen kann. Ohne ein schlechtes Gewissen bekommen zu müssen. So, ich gehe jetzt mal auf so ein Drittel Schub hoch. Ja. Nicht zu viel seitlichen Drall kriegen. Alles gut, noch 60 Meter, 4 Komma. So. Jetzt versuche ich ihn halbwegs stabil zu bekommen, von der Geschwindigkeit her, dass wir einfach nicht mehr schneller werden. Und das sollte ein ganz guter Touchdown werden. Es leckt halt ein bisschen und wir kriegen jetzt gerade ein bisschen seitliche Bewegung rauf, aber. Nichts Wildes. So, der Rover ist offiziell gelandet und wir haben noch 766 Delta V Reserve. Das heißt, wir können mal gucken, wie es ausschaut. Eigentlich können wir sagen. Achso, können wir noch keinen Fuel Transfer machen? Ich glaube, das haben wir noch nicht erforscht, ne? Du-du-du-du. Ne, können wir noch nicht. Okay, dann müssen wir die Dinger dann irgendwie. Ja, hilft uns nichts. Gut. Der Rover ist da. Ich überlege gerade, lasse ich ihn hier stehen oder fahre ich schon mal zur Basis?
Wir könnten uns natürlich auch erstmal darum kümmern, jetzt noch die Crew anzulanden. Die kommt jetzt nämlich auch gleich im Überflug vorbei. Ich würde sagen, ich lande jetzt erstmal die Crew und lasse den Rover da stehen, so wie er ist. Dem geht es ja nicht schlecht. Ich gucke nochmal nach, ob es dem nicht schlecht geht. Aber im Großen und Ganzen, der hat Strom. Ich kann das SRS jetzt auch mal ausmachen. Der hat Strom für eine ganze Menge Zeit. Die Dinger müssen erstmal noch weg, bevor wir die Solarpanels ausfahren. Und wie gesagt, mein Vorschlag wäre jetzt, ich lande noch schnell die Crew. Und dann können wir mal gucken, dann können wir immer noch eine Testfahrt machen, weil eigentlich sollte die Landung der Crew nicht so lange dauern. Damit wir da mal fertig werden. Und ich muss jetzt einmal ganz kurz noch gucken, wann die Touris fällig sind. Aber ich glaube, die müssen wir heute nicht mehr unbedingt durchexerzieren. Das reicht auch völlig, wenn die im nächsten Livestream ihren Vorbeiflug machen. Ja, die kommen jetzt langsam wieder rein. Das wird noch eine Weile dauern. Gut, das heißt, jetzt kommt das Tourimobil, die Crew, an. Das ist auch nochmal ein etwas kritischer Anflug. Da müssen wir aufpassen, dass wir keine Fehler machen. Haben aber, wie gesagt, 1800 Delta V. Auch das ist relativ entspannt. Und wenn wir ein bisschen abseits landen, ist das auch nicht schlimm. Denn ich habe gehört, wir haben gerade einen Rover gelandet, mit dem wir sie einfach abholen können. So. Gut, das müsste so ungefähr sein. Wahrscheinlich auch hier schon mal ein bisschen weiter vorwärts planen. So, Zeitraffer rein. Und los geht's. Ja, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Zack. Zack, so. Jo, und dann landen wir doch mal unsere Kollegen an, oder? Ich meine, die Moonbase muss bemannt werden. So viel Zeit muss sein. Das ist ja auch ein Auftrag, den wir zu erfüllen haben. So. Und ich würde sagen, an dem arbeiten wir jetzt mal ganz aktiv, indem wir als erstes ein Bremsmanöver zünden. So, unser Gear kann dann auch schon mal raus. Und ich glaube, unsere Solarpanels können wir mal ganz gut einklappen im Moment. Ich hoffe, dass der Strom ausreicht. Wenn nicht, müssen wir eins irgendwie rausholen. Wir werden sehen, wie viel Strom wir dann tatsächlich verbrauchen auf dem Abstieg. Ich lasse mal eins noch einen Moment draußen. Falls das kaputt geht, ist das nicht ganz so schlimm. Dann haben wir noch genug Strom für den normalen Betrieb. Und das eine Solarpanel müsste auch ausreichen, um unseren normalen Betrieb zu gewährleisten. So, ja, jetzt fügen sich die Teile so langsam zusammen und vielen Dank fürs Follow, Birdkui, und willkommen bei den Carbonauten. Und wir haben ja auch noch einen weiteren Kollegen da im Transfer, also die neue MPU, die verbesserte Material Processing Unit, ist unterwegs. Diesmal hoffentlich mit der Fähigkeit zu landen, ohne zerstört zu werden. Das wäre mal eine Riesenmaßnahme. So, jetzt muss man hier ein bisschen auf der Karte gucken, dass wir das ordentlich machen. Da wollen wir hin. Ja, damit können wir noch ein bisschen bremsen, ne? Schub, 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 schub. Achso, jetzt hat das ganze Manöver aufgerissen. So. Zack. Wir wollen dann gerne nochmal hier auch gucken, dass wir die Feinheiten nochmal ein bisschen ausgleichen. Denn wir würden gerne über die Basis quasi drüber fliegen im Landeanflug. Zack. So, und dann gehen wir retro zur Surface und übernehmen hier mal kurz wieder den Handbetrieb. Was ich jetzt wieder mache, ist wieder genau das, was ich vorhin auch gemacht habe mit der anderen Rakete. Einfach, weil wir es uns leisten können, weil wir müssen so 700 Delta V übrig behalten, damit wir mit dem Ding mal in den Orbit zurückstarten können, falls wir Leute evakuieren. Aber wir haben so viel Puffer gerade, dass es eine Schande wäre, riskant reinzukommen. Deshalb fliegen wir safe. So, wir kommen jetzt ein bisschen höher rein, glaube ich. Also ich glaube, wir kommen jetzt hier so ein bisschen links der Basis, müssten wir runterkommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
Das ist so unsere Ausrichtung. Ist auch nicht schlecht. Können wir machen. Wir haben relativ wenig Delta V noch wegzubrennen. Bei einer Trust Rate Ratio von 3,7. Das ist auch okay. Das heißt, ich kann jetzt mal ein bisschen Zeitraffern. So. Und jetzt gehen wir mal auf Surface Mode. Und ich gehe ein bisschen drüber noch, weil wir kommen, glaube ich, ein bisschen kurz rein gerade. Das möchte ich gerne unterbinden. Ich möchte halt einfach nicht in den Krater reinfallen. Und wir können noch ein bisschen hier rüber gehen. Kommen wir ein bisschen näher ran noch. So, Krater ist noch okay. So, ich nehme jetzt halt, wie gesagt, vor allen Dingen gerade mal Vertical Speed raus, damit wir so ein bisschen noch ins Driften kommen. So, und jetzt sind wir oben drüber. Jetzt ist das schon wieder eine ganz andere Nummer von entspannt. So, ich laufe jetzt mit einem Drittel Schub. Das heißt, wir kommen immer noch schön schnell runter. Und jetzt werde ich gleich einmal die Handbremse reinhauen, wenn wir da drüber sind. So, kurz mal irgendwie vom Winkel her gut abschätzen, dass wir vielleicht hier irgendwie in die Mitte uns reinbremsen können. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Gar nicht schlecht aus, andersrum. Also in die Mitte wird es nicht, aber wir kommen hier daneben runter. So, und ich lasse jetzt einfach ein bisschen das Triebwerk mitbrennen. Ganz gemütlich, ganz, ganz gemütlich. Damit wir nicht zu viel Geschwindigkeit aufbauen. Und ziehe es dann immer so an Stellen, wo ich sage, für mich so, oh, jetzt würde ich gerne mal auf die 20 Meter pro Sekunde runter. Ziehe das Triebwerk kurz auf, um so einen kontrollierten Descent zu machen. Also das ist so, wenn ihr nicht auf Suicide Burns steht, so wie ich, guck mal, ist das eine super Möglichkeit, um sehr kontrolliert in wenigen 100 Meter Entfernung von der Base runterzugehen. Das könnt ihr natürlich nur machen, wenn ihr genügend Sprit zur Verfügung habt. Das sind keine Dinger, die man auf dem letzten Tropfen abziehen sollte. Dann wird das sehr gefährlich für die Leute, die da drin sitzen. Aber wenn man ein bisschen Toleranzen hat, kann man damit sehr, sehr, sehr entspannt landen. So, jetzt nehme ich ein bisschen Schub raus, dass wir nicht mehr so schnell langsamer werden. 200 Meter noch. Alles ist gut. Ich schalte jetzt mit voller Absicht auf ein Stability Assist um, weil da müsst ihr mal ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ihr langsam werdet, flippt irgendwann der Retrograde. Und manchmal schafft das. Meistens schaltet er in dem Moment auf SRS um. Manchmal aber leider auch nicht. Das ist dann immer ein bisschen kacke, weil eure Rakete dann in dem Moment, wo ihr es am allerwenigsten braucht, einfach stumpf überflippt. So, wir landen in 200 Meter Reichweite, so wie das aussieht. Hervorragend. Ja, Elon Musk steht auf Suicide Burns, aber er sitzt da auch nicht drin. Das sind automatisierte Raketen. So. 198,2 Meter. Das ist unter 200 Meter. Ich brauche unbedingt mal auch so einen Buzzer, so ein Dead was easy. So, ich mach mal die kurz rein. Damit ich dann den anderen Knopf drücken kann. Nämlich den Bremsenknopf, damit ich alle meine Solarpanels ausfahren kann. So, und jetzt gehen wir dahin, wo ihr eigentlich hin wolltet. Nämlich, ihr habt gesagt, ihr wollt eine Rover-Testfahrt. Ihr kriegt jetzt eine Rover-Testfahrt, denn wir werden natürlich nicht wie erbärmliche Peasants aus dieser Kapsel aussteigen und zur Basis rüberlaufen. Natürlich nicht. Wir werden fahren. Wir werden mit dem Rover hinfahren. Einfach nur, weil wir es können. Okay, das ist ein nicht wichtiges Teil. Hoffentlich. Da wollte ich hin. Das war wohl der Probe Core von der Rakete, die uns runtergetragen hat. So, los geht's. Wir machen das erste Mal unsere Räder runter. Huch. Extend. Zack. Was ist hier los? Warum hast du das nicht so gesehen? Muss man hier jedes Rad einzeln ausklappen? Was ist hier los? So, dann können wir mal losfahren. Ich fahre jetzt erstmal ohne die Solarpanels, weil ich da oben noch Sprit drin habe. Den würde ich gerne... Ja, shit, ich kann nicht umpumpen, ne? Ärgerlich. Aber ich könnte versuchen, die hier einfach abzulegen. Hier hinten schaden sie nicht. Wartet mal kurz. Düt. Ich kann leider noch nicht umpumpen. Ach doch, kann ich schon. Wartet mal. Hey, geht doch. Dann mache ich mal kurz hier die Bremse rein.
Bremse. So. Sehr schön. Ich möchte gerne diese beiden Tanks als Ziel und ich möchte gerne mein Liquid Fuel und mein Oxidizer rauspumpen. Sehr schön. Dann kann ich die Dinger nämlich absprengen. Die wollte ich ja nur für die Landung haben. Die erhöhen nämlich auch unnötig den Schwerpunkt. Das muss nicht sein. Und kann das Fuel einfach in den Hauptengines behalten. So, und dann möchte ich dich hier haben und natürlich nochmal die zwei Engine-Dinge. Out, out. So, mal gucken. Das müsst. Na, ich glaube, ein bisschen was bleibt übrig. Aber das ist nicht so wild. Ein bisschen Fuel ist dann halt weg. Das ist halt so. Gut. Dann. Tschüss, Ersatztank. Tschüss, Ersatztank. So. Wir sind frei. Endlich frei und können weiterfahren. Und wir haben dadurch auch drei so coole Dornen auf jeder Seite erhalten, die keinen sinnvollen Zweck haben, außer cool auszusehen. Aber ihr wisst ja, Style over Substance. So, ich nehme hier mal die Beine noch rein, einfach der Form halber, damit wir nicht irgendwo hängen bleiben. Ich müll alles voll. Ich müll überhaupt nicht alles voll. Die Dinger lasse ich da auch mit voller Absicht liegen, weil da will ich mal irgendwie hinfahren mit dem Ding hier eingestellt auf Material Kits oder sowas. Man kriegt irgendwas, wenn man die zerlegt mit Ingenieuren. Ich glaube, es sind Material Kits. Da brauche ich aber mal eine Speichereinheit dann dafür. Und so, Strom. Wohneinheit, Crew-Transfer, Reaktor. Sehr schön. Guck mal, so sieht eine Moonbase aus, wenn man da das erste Mal mit seinem Rover dran vorbeigefahren kommt. Mit eigenem Krater vor der Haustür. Ist echt gut geworden. Fahr mal aus der Innenansicht. Nein, das macht mir Angst. Das ist zu nah am Boden für mich. Das kann ich nicht. Ehrlich nicht. Das ist mir zu scary. Das ist wirklich scary. Sieht auch fürchterlich schnell aus, wenn man da drinnen sitzt. Fürchterlich, fürchterlich schnell. Oh Gott. Von außen ist es so. Von innen. Ah! Nee, das fahre ich von außen. So, und da kommt nämlich unsere Abholung. Düt, düt, düt. Hier werden Astronauten noch mit dem Rover am Flieger abgeholt. So. Parken wir den Bus mal ordentlich ein. So. Und Handbremse. Sehr schön. Wir sind da, um unsere Crew abzuholen. Jetzt muss ich nur noch das Ding mit der Crew finden. Die andere Richtung wäre wohl schneller gegangen. So. Gut, dann steigt als erstes unser Wissenschaftler aus. Ach, guck mal. Moons Farside Crater. Direkt mal Experimente mitnehmen. Einfach, weil es geht. Ein bisschen mehr Licht wäre cool gewesen. Nein, hier ist doch super viel Licht. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Guck mal, das Ding hat Licht. Es wird ja auch noch heller jetzt mit der Zeit, ne? Also momentan steht die Sonne ja noch irgendwie sehr flach. Das wird schon noch. Wir kriegen jetzt immer mehr Sonne hier rein. Der Mond ist halt einfach dunkel. Also, von dem Untergrund her meine ich jetzt. Magst du da reingehen? Magst du nicht? Fände ich ein bisschen doof von dir, wenn du das nicht magst. Warum will er denn da jetzt nicht ran? Ah, ich glaube, ich muss mich absenken. Ärgerlich. So, wartet mal. Ich bin, glaube ich, zu hoch. Uns einmal auf körbelfreundliche Einstiegshöhe zurückbegeben. Zack.
So sollte das hoffentlich dann passen. So, ich hoffe, dass er jetzt an die blöde Tür rankommt. Ach, Gott sei Dank. Okay. Und hinein. So, können wir hier jemanden nach hinten setzen? Nein. Na gut. Dann nicht. Ich glaube, das Ding hat eben nur 3 Sitze. Crew Report. Zack. So. Dann einmal rüber in das Teil. Dann kommt jetzt als nächstes unser Ingenieur mit. Oder der Miner. Ne, wir nehmen erstmal das. Der Ingenieur macht hier noch abschließende Arbeiten. Ach nee, shit, den brauchen wir wahrscheinlich, um die Basis aufzubauen, ne? Na, gucken wir gleich mal. So, wir nehmen jetzt erstmal den Miner mit. Den Ingenieur müssen wir halt in der nächsten Fuhr holen, weil ich glaube, das Cockpit von unserem Rover hat nur 3 Sitze, wenn mich nicht alles täuscht. So. Einsteigen. Gut, dann fahren wir jetzt einmal rüber zur Wohneinheit erstmal. Nehmen die in Betrieb. Warte mal, müsste GS hier nicht einfach wirklich klappen? Ja, ne? GS klappt, sehr schön. Da müssen wir nämlich nur noch die Dinger hier ein- und ausfahren. So, dann fahren wir mal rüber zur Wohneinheit. Das ist die da, ne? Ja. Ja, den anderen holen wir auch noch ab. Da müssen wir jetzt zweimal fahren. Ja, Action Groups sind ja teilweise belegt, aber ich habe ja nicht so viele Action Groups und ich brauche ja hier Licht, ich brauche hier Bremse, ich brauche hier Gear. Da bleiben mir gerade nicht allzu viele Action Groups übrig, weil ich eben noch nicht die volle Auswahl habe. Leider. Leider, leider. Gut. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Hey, und jetzt der Siedler hat sich für einen weiteren Monat Subscription entschieden. Vielen Dank und ja, viel Spaß weiterhin beim Zuschauen. Freut mich, dass ich dich 2 Monate in Folge davon überzeugen konnte, bei mir zu subscriben. So. Wie bekommt man mehr? Man bekommt mehr mit, ich glaube, Ausbau von der Fab auf Maximum. Ja, aber die bekommt man im Karrieremod halt erst, wenn man die Fab auf Maximum ausbaut. Das ist ja das, was ich meine. So, jetzt gucken wir hier mal, was kann man, kann er denn überhaupt das Ding ausklappen? Deploy. So, wir haben hiermit offiziell wahrscheinlich haufenweise Material Kits verbraucht. Aber wir haben offiziell unser Agrikultural-Modul in Betrieb genommen. So, jetzt muss ich nur noch in meine Wohnung reinkommen. Oh, und ich muss mal Science hier genau ausmachen. Das macht mich gerade wahnsinnig. Und irgendwas flippt gerade lichttechnisch richtig aus, ne? Was ist das? Das müssen wir uns auch nochmal angucken. Das sieht gerade nicht gut aus. So, theoretisch müssten wir da unten reinkommen. La 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 la. Tipp, 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 tipp. Hochgekrabbelt und eingestiegen. Und der Kaba ist auch ein Carbonaut. Danke fürs Follow. Willkommen und viel Spaß beim Zuschauen, auch wenn du in den letzten, quasi in der letzten Minute angekommen bist. So, jetzt können wir den Sim-Andi hier mal nach oben verschieben in sein Wohnmodul. Und ich glaube, wir können jetzt auf dem Wohnmodul auch mal das Habitat anschmeißen. Da freut sich der Sim-Andi nämlich direkt, weil er jetzt erstmal 241 Tage Habitation
geboten bekommt. Das wird sich gleich noch ändern, weil... Naja. Sind halt noch ein paar andere Kürbels da, ne? So. Und ich würde sagen, an der Stelle können wir doch mit dem Umladen jetzt auch mal Schluss machen. Wir haben jetzt noch ein bisschen was vor uns. Wir können die Wohnung quasi langsam mal beziehen. Und uns es hier gemütlich machen. Dann kommt unsere Material-Processing-Unit noch an, sodass wir anfangen können, hier Gips abzubauen und daraus Dünger herzustellen, mit dem wir dann unser erstes Agroponics-Modul bedienen können. Und ich gucke mal, ob ich irgendwo noch so schlau war, zumindest dieses komische Modul mitzunehmen, was man noch aufblasbar ranbauen kann. Wir gucken noch, wie wir die Stromsachen verbunden bekommen. Machen wir aber das in der nächsten Folge von Hardcore Colonization. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.